Hallo und herzlich willkommen zum Schwätzercast. Heidi ho! Wir sind mal wieder nur zu zweit. Das ist aber nicht schlimm, der Nico ist im Herzen bei uns. Ja, aber sicher. Und in meiner Hosentasche. Nee, das Telefon liegt weit weg, entschuldigt bitte. Aber er grillt. Also, er versucht. Er hat einen neuen Grill, hast du gesehen, ne? Ja, einen Gasgrill. Ich hab's gesehen, ja. Ja, ich hätte es mir am Freitag auch gewünscht, dass ich einen Gasgrill habe. Dann hätte ich mir die Pfoten nicht verbrannt. Um gleich zum Sendungstitel zu kommen, der Mike hat sich wehgetan. Ja, zweiten Grades halt ordentlich verbrannt mit Brandblasen. Ja, das ist Das ist das Manko bei diesem Lotus-Grill. Der ist echt geil. Wir haben den Lotus-Grill. Super, super Sache. Werbung? Ja, ein bisschen. Diese Werbung wird Ihnen präsentiert von Lotus-Grill. das war vor 5 Jahren, war das so eine einzigartige Sache. Mittlerweile ist das Patent gefallen und gibt es jetzt auch billomäßig schon bei eurem Supermarkt des Vertrauens um die Ecke. Ist halt durch den Lüfter halt ein bisschen problematisch, wenn viel Wasser sich sammelt. Und wenn du mit dem Tuch halt reingehst und das Wasser aufnehmen willst und dann ein bisschen Fett dran und der Kohlekorb, dann fängt halt Feuer. Und wenn es dann halt windet, lässt es halt nicht auf den Boden fallen, hier in den Tunnel hier hinten. Und dann trägst du es halt nur bis zum Waschbecken, dann wird es halt auch heiß und dann verbrennt man sich immer die Finger. Ist halt so, ui. Ja, wir gucken nebenbei noch ein bisschen Senegal gegen Japan, dann ist schon mal zumindest klar, wann wir aufnehmen. Wir sind jetzt in der 58. Minute. 1-1 Japan-Senegal und der Herr Nyang bekommt gerade die gelbe Karte. Und wir haben auch schon festgestellt, dass die Japaner mehr technisch spielen und die Senegalesen mehr körperlich, was man auch gerade sehr schön gesehen hat mit der Klatsche von einem. Der ist ja aufhören rumzujammern. Der Rudi hat sich gestern die Nase gebrochen, der hat nur halb so viel geweint wie der. Also. Oh, das Spiel gestern. Ich habe es so glücklich gesehen, sonst wäre ich mehrmals gestorben. Jetzt hat er, glaube ich, ein blaues Auge. Er hat ein bisschen Schweiß ins Auge bekommen, glaube ich. So sieht der Japaner gerade aus. Ja, es war ein super Spiel. Also die ersten 20 Minuten geil. Dann folgten so Minuten bis zur 47. Minute. Dachtest, Leute, ich möchte eigentlich. Hört auf zu spielen, sagt, hey, wir treten raus und die letzten Spiele werden einfach gegen uns gewertet. Und dann kam die zweite Halbzeit und. Der Reus. Ja, in Kombination mit dem Gomez war es ein guter Tausch, der uns sehr viel vorne gebracht hat. Ich bin kein großer Fan von Mario. Gomez Pommes. Ja, ich finde, sonst glaubt ja irgendjemand, dass ich Götze meine. Ja, der ist ja nicht dabei. Ja, Mario Basler auch nicht dabei. Er schreibt immer so, als wenn er dabei wäre. Das ist richtig, ja. Nein, und dann ist richtig viel passiert und dann hat man gemerkt, dass die Mannschaft auf einmal kann. Dann gab es so zwischenzeitlich mal wieder einen oder anderen Pass, wo du denkst, Leute. Aber dann mit dem doch sehr glücklichen Ende durch Toni Groß. Ja. Auch wieder Reus. Ja, klare Chance für Japan. Aber schön Luftloch geschossen. Der Osako kam zu spät. Übrigens, sie haben nicht diesen Sonderprint drauf. Diesen Captain Tsubasa Print. Den haben die vorne nicht mit drauf. Die haben eine klassische Nummer mit einem Streifen in der Mitte. Hätte er mal den anderen Fuß genommen. Ja, hätte er mal den Katapultschuss genommen. Oder den Falken, Tiger und wie sie alle hießen. Oh Gott, ja. Das ist geil. Ich habe das mal wieder so geschaut auf Amazon Prime. Das ist ganz lustig. Ja, das ist super. Vor allen Dingen, dass man die Erdkrümmung sieht bei den Spielen. Mhm. Klar. So ist das in Japan. Ja, klar. Und das war schon. Ich hoffe, dass wir jetzt gegen Südkorea einfach, dass wir jetzt da weitermachen, wo wir die letzten 20 Minuten gegen Schweden aufgehört haben. Und dann. Ja, wir müssen ja nur 2-0 gewinnen. Ja, vorrangig müssen wir erstmal gewinnen. Richtig. Das wäre das Allerwichtigste. Ob dann 1-0 oder 2-0 ist mal dahingestellt. Beim 2-0 wären wir definitiv sicher weiter, wenn Schweden gewinnen sollte. Richtig. Aber gewinnen wäre schon mal schön. Weil da muss man nicht nach zum Spiel Mexiko gegen Schweden gucken. Weil dann haben wir unsere Aufgabe gemacht. Richtig. Weil wenn wir jetzt nur nach Mexiko-Schweden, dann spielen die bis zur 80. Minute 1-1. Dann sagen wir, können wir ja auch unentschieden spielen. Ja, das macht keinen Sieg. So hoch wie möglich. Dann passt es. Dann kommt wahrscheinlich Brasilien. Und dann werden wir sehen, was da passiert. Weil ich denke, ab Achtelfinale ist alles möglich. Also gegen wen spielen die Brasilianer jetzt noch? Die kriegen jetzt noch, warte mal, Serbien. Die haben jetzt ja auch gar nicht so schlecht gespielt. Ja, deswegen, die haben. Entweder kriegen wir die Schweiz oder wir kriegen Brasilien. Eine von beiden. Ja.
Ja, die Schweizer, die... Schweizer sind machbar. Ja. Brasilien mit, so wie wir gerade spielen, würde ich jetzt gerade aufpassen, dass wir nicht 8 Dinger fangen. Aber, oh, nein, kein Elfmeter. Müsste man jetzt tatsächlich abwarten. Eieiei, Stockfehler, aber noch gerettet. Jetzt. Wir sitzen übrigens heute nicht im Podcastzimmer, sondern im Wohnzimmer, weil die Frau ist beim Kaiser. Und, also nicht beim Franz. Wobei es auch schön wäre. Ja, das wäre jetzt auch schön. Übrigens, der Enkel vom Beckenbauer, der spielt jetzt bei Hannover 96. Oh. Das ist der Sohn vom verstorbenen Sohn vom Beckenbauer. Hat er sich auch schmieren lassen? Der Beckenbauer Junior, ich glaube nicht. Okay. Der ist in der Fußballjugend von Bayern groß geworden. Also hat er wahrscheinlich ein bisschen Talent. Wirklich? Ja, gut, der direkte Sohn vom Beckenbauer, der war jetzt dann weniger gesegnet mit dem Fußball. Ja, aber gut, aber so große Fußstapfen zu treten, ist natürlich auch nicht immer einfach. Das ist richtig. Wobei es interessant ist, dass viele Söhne gar nicht so erfolgreich sind wie ihre Väter. Ja. Aber apropos Söhne und Töchter. Meine Töchter haben heute deine Arbeit gemacht. Haben sie das Glasdach geputzt? Nein, Glas. Ja? Ja, ich habe euch nicht vergessen, aber das Auto hat uns eine strichliche Rechnung gemacht. Ja, du hast die Lenkung so kaputt gemacht. Nee, das Schlimme ist, wir haben sie nicht kaputt gemacht. Das ist ein Bauteil, was so verbaut ist, dass man das hätte eigentlich gar nicht kaputt gehen dürfen. Aber irgendwas ist da kaputt gegangen an der Spindel, die ist gebrochen. Was jetzt nur bedingt ein Problem ist, weil man das Auto noch voll hätte, also wir haben es auch noch voll benutzt. Wir sind ja dann zu meinem alten Arbeitgeber gefahren, haben die Sachen weggebracht und sind dann noch in den Europapark und dann wieder zurück vom Europapark. Okay. Schon mit dieser kaputten Spindel. Was jetzt kein großes Problem ist, weil nur beim Einlenken dann ein bisschen geknackt hat. Die Lenkung selber hat noch vollumfänglich funktioniert. Aber es scheint irgendwas... Ja, das Problem ist, es ist ein Bauteil, was man... Oh, Latte, Japan. Schöner Schuss. Schönes Ding. Inui. Inui. Ja, in Deutschland gespielt, Bochum und Frankfurt. Es ist kein Totalschaden. Insofern, das Problem ist einfach, das ist ein Bauteil, was du nicht einzeln austauschen kannst. Du musst die komplette Lenkung tauschen. Und wenn es jetzt noch ganz hart auf hart kommt, ist noch die ESP-Steuerung im Arsch. Das deutet nichts darauf hin. Kann aber unter Umständen tatsächlich sein. Und dann werden aus den knapp 1.000 Euro für die Lenkung nochmal 2.500 mehr. Nur rein Bauteil, weil die komplette Steuerung ausgetauscht werden muss. Auch das ist kein Modulsystem, sondern dann nehmen sie einfach das komplette Ding ab und bauen neues an. Und rein, das neue Ding kostet 2.500. Da ist die Arbeitszeit noch nicht mit drin. Jetzt hat das Auto noch vielleicht einen Gesamtwert von etwa 8.000 bis 9.000 Euro. Wenn das tatsächlich so passiert, dann haben wir da eine Reparaturkosten von etwa 5.000 Euro. Summa summarum etwa. 4.500. Das ist schon ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, gut, ja. Aber wir haben uns entschlossen, wir werden das Auto trotzdem reparieren lassen. Das mit dem ESP ist eine Sache, das muss man nicht machen, weil ESP ist jetzt nicht notwendig. Ja? Nur später, wenn wir das Auto verkaufen, sollten wir es halt vielleicht im Vorlauf machen, weil wir würden es sonst kaputt weitergeben. Richtig. Autohaus ist da relativ human. Die haben uns direkt auch mal ein Angebot gemacht, dass sie den da behalten würden. Die würden ihn dann nach Afrika schicken. Ja, die brauchen kein ESP, weißt du? Die haben weniger Frost auf dem Boden. Naja, kommt drauf an. So, Südafrika hat schon Frost. Ja, jetzt afrikanischen Frost. Entschuldige bitte, plus 5 Grad ist jetzt nicht Frost. Also die haben im Höhenlagen haben die Schnee, aber auch dann nur, tatsächlich in den Bereichen, wo hoch ist. Ja. Nein, und die haben uns dann ein Auto angeboten, den Citroen C4 in der Selection-Variante. Da hätte uns jetzt knapp 18.000 Euro gekostet. Wäre okay, rein theoretisch wäre finanziell natürlich locker drin gewesen. Das Problem ist nur, das so am Telefon ohne Anschauen, ohne Probefahrt und sich anzurufen, was hat er, was kann er, ist schwierig. Von daher haben wir jetzt erstmal gesagt, wir reparieren das Auto und dann gucken wir in Ruhe weiter. Und was in einem halben Jahr ist, werden wir denn sehen. Bevor du den Startknopf gedrückt hast, jobtechnisch. Mhm. Also ich habe jetzt seit letzten Montag meinen Job gewechselt. Ich bin jetzt wieder in der Schweiz. Ging relativ zügig, war alles gar nicht so schnell geplant. Weil ich eigentlich mich ja im März beworben habe, um zu gucken, was denn
nach der Hochzeit passiert, da mal einen neuen Job zu haben. Was denn dein Marktwert ist. Ja, und auch das. Und dann ging jetzt alles relativ zügig und ja, bin jetzt aber innerhalb des neuen Jobs eigentlich nochmal arbeitstechnisch geupgradet worden. Er arbeitet jetzt genauso viel wie ich. Also er meint, er arbeitet noch weniger als ich. Ja, das kommt auch schon fast hin. Also ich werde gerade aktuell dafür bezahlt, dass ich vom 5. bis in minus 4 laufe. Also 5. Stock bis minus 4. Und darauf achte, dass die Leute, die Handwerker, die da arbeiten, das Gebäude, die Gebäudesubstanz nicht zerstören. Weil das komplette Gebäude geht in den Reinraumbereich. Und dementsprechend sind bestimmte Sachen schon drauf vorbereitet. Also das heißt, die Säulen, die in den Raum drin stehen, die sind schon gestrichen mit dem Lack, der später dem Reinraum dann geben soll. Mhm. Dass die Leute da mit den Hubarbeitsbühnen und mit den Wegen und so nicht dagegen rammeln, weil das muss dann wieder repariert werden und das kostet wieder Geld. Richtig. Und, aber warum hat man die Säulen denn schon gestrichen? Ne, das Problem ist, dass sie schon eigentlich komplett fertig sind. Und man muss ja dann gucken, dass man die Decke runterhängt. Und wenn die Decke runterhängt, dann muss das Ding da oben trotzdem schon... Richtig, ja. Richtig. Okay, und da hat man gleich das ganze Ding gemacht. Ja, weil ist ja dann auch so wie so eine Art Lack und dann sieht es ja auch doof aus, wenn da ein Absatz ist. Ja. Im unteren Bereich ist tatsächlich der Boden schon soweit fertig, ist abgedeckt, aber aufgrund der vielen Bewegungen verschieben sich diese Abdeckplatten und so. Und da musst du darauf achten, dass die Leitern ordentlich stehen und solche Sachen, mit den Leuten reden. Das ist wunderbar, dafür werde ich gerade 8,5 Stunden am Tag bezahlt. Ist doch gut. Das ist super. Mache ich jetzt seit letzten Dienstag. Ich schaffe im Schnitt etwa knapp 25 bis 28 Kilometer am Tag. Plus die jeweils 4 Kilometer, die ich von zu Hause mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahre und wieder zurück. Also doppelt. Ja. Aha. Ich hätte die Möglichkeit mit dem Bus, aber ich habe mich jetzt, solange es warm ist, fahre ich mit dem Fahrrad von meiner Frau mit dem Körbchen vorne dran. Das ist super. Schön. Ja, Guck mal, da kommt der Kater. Der andere Kater? Ja. Nee, der andere ist eine Katze. Verzeihung, das andere Kätzchen. Ja, weil Frieda und Paul, Weibchen und Männchen. Du verstehst? Nicht unbedingt. Naja doch, also ich weiß nicht, ob du deinen Sohn Frieda nennen würdest. Nein, würdest du nicht. Ich würde ihn anders nennen. Ja, Henning. Vielleicht. Gohan zum Beispiel. Oder Gohan oder Josef. Oder Adolf. Oder Josef. Josef, ja. Nein. Ja, Stand jetzt macht Spaß. Ich werde dafür gut bezahlt. Habe jetzt am Freitag ein bisschen arg Stress gehabt wegen meiner Lohnzahlung, die ich dann jetzt erst in einem Monat bekomme. Was aber gar nicht das Problem des Arbeitgebers ist, sondern tatsächlich der Bank. Ich war bei der Bank, die du mir empfohlen hast, weil die einen Schweizer IBAN mit anbieten. Ja. Mein Arbeitgeber kann da aber gar nicht hinüberweisen. Ja, das heißt, du postest... Ich muss mir jetzt am Montag ein Schweizer Bankkonto schießen. Na gut. Es wär, die super, hat alles super gepasst. Ich habe meine Schweizer IBAN bekommen und dann kriege ich am Mittwoch gesagt, ja, hier, so sieht's, geht nicht. Dann habe ich gesagt, na gut, dann nehmen Sie doch Kontakt mit der Bank auf. Dann, weißt du, bevor ich dann mit die Bank anrufe, die sagt mir was, ich gebe es dann weiter. Ja. Einfach den direkten Weg. Die haben sich dann Donnerstag erstmal gar nicht gemeldet, dann am Freitagvormittag und dann haben sie keine Lösung gefunden. Und aber wie machen das denn die anderen? Das Problem an der ganzen Geschichte jetzt, 2-1. Weniger! Ja, Tabellenführung super. Heißt das. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Es wird darauf hinauslaufen, dass es ein Problem mit dem BIC ist, mit dem BIC. Weil automatisch durch die IBAN wird dann, es war ein Schweizer IBAN, aber es geht ein Zahlungsverkehr nach Deutschland. Also rein theoretisch, die Bank sagt, du müsstest den BIC rausnehmen. Das kann die Sachbearbeiterin meines Arbeitgebers aber gar nicht, weil der fest geblockt ist. Okay. So, wenn du den rausnehmen kannst, dann wird es eine Inlandszahlung, geht auf dieses Pseudokonto und wird dann nach Deutschland überwiesen. Das klappt aber nicht so richtig. Und dementsprechend muss ich mir jetzt gucken, dass ich am Montagmittag irgendwie... Ja, das heißt, du kriegst immer Geld zur Hälfte des Monats. Nein, zum 25. Ja, gut. Dafür kriege ich dann jetzt am nächsten 25. eben 1,5 Monatsgehälter. Weil halber Monat jetzt gearbeitet. Richtig, richtig. Finanziell ist das alles machbar, weil ich ja noch die Hälfte vom Arbeitgeber bekomme. Anderen, genau. Und Miete zahlst du eh nicht. Wenig. Ja, aber du hast festgestellt, die Tür unten ist jetzt... Ja, stimmt. Ich wollte so reingehen wie immer und die Tür aufdrücken und dann die Haustür war wirklich im Schloss. Also ich war überrascht und geschockt. Wir sind es auch immer noch, weil wenn du das so fast 1,5 Jahre lang machst, der Kagawa geht. Dass du kommst mit
vollgepackt vom Einkaufen und du gibst der Tür ein Rennen, damit sie aufgeht. Richtig. Und die Tür sagt so, ah, übrigens, nee. Musst du den ganzen Scheiß. Aber viel besser ist ja die Tatsache, dass unser lieber Herr Vermieter mit seinem Kompagnon, der das gemacht hat, letzten Samstag gemacht hat, das Schloss eingebaut, also den Schließmechanismus repariert, wir können jetzt auch von oben den Türöffner drücken, das klappt alles wunderbar. Ach, hab ich ja gemerkt, sonst, sonst wäre ich ja nicht drin. Ja, ich muss meinen dicken Arsch nicht runterbewegen. Und naja, das Problem ist, er hat es gemacht, hat die Tür ins Schloss gezogen, ist gegangen. Die Nachbarn hatten Schlüssel, die drunter haben Schlüssel, die unter uns hatten Schlüssel und die ganz unten haben Schlüssel. Jetzt kannst du mal raten, wer im Haus keinen Schlüssel hatte. Yeah. Ja, weil als wir eingezogen sind, war die Tür ja schon kaputt. Wir brauchten ja keinen Türschlüssel. Jetzt habe ich dem Mann am Sonntagmorgen geschrieben. Er hat dann tatsächlich am Dienstagabend sich gemeldet. Okay. Er hat ja einen Schlüssel erhalten. Was tatsächlich richtig ist, weil ich mich am Montag darum gekümmert habe, dass ich von der Nachbarin einen Schlüssel bekomme, um ihn nachmachen zu lassen. Weil natürlich die Nachbarn die Tageseinstellung immer wieder rausgemacht haben, weil die natürlich die Tür zu haben möchten, was ja nachvollziehbar ist. Er ist ein Arschloch. Ja, ich tue es jetzt im Internet kund, er ist ein Arschloch. Er bleibt es für mich auch, auch wenn er jetzt was gemacht hat. Ich werde auch die Mietminderung, die ich da angesetzt habe, dann wieder nach Abzug der Schlüsselmacherei, werde ich ihm die Mietminderung dann mit überweisen. Das sind tatsächlich knapp 15 Euro. Ja, du. Sei froh, dass es keine so Schlüssel sind, wie wir sie im Haus haben. Die kosten nämlich 90 Euro pro Schlüssel. Ja, ist ja kein Thema. Du, ich hätte auch die 90 Euro gemacht. Ich hätte es von der Miete einbehalten. Ja, aber so zu dem Schloss. Ich weiß nicht, was ihr hier unten da für Schlüssel habt. Naja, sagen wir mal so, Tim. Du kennst meine Eingangstür. Jetzt kannst du dir vorstellen, was für ein Schlüssel ich dafür habe. Ja, so ein ganz normales mit Zähnchen und Aufschlüssen. Genau, und genau. Ihr habt ein Sicherheitsschloss. Also, ich sag mal so. Es ist jetzt sicherer im Haus, weil nicht mehr einfach jeder reinkommen kann. Aber wenn jemand reinkommen möchte, dann kommt er natürlich auch rein. Ja, natürlich, weil die Tür geht immer noch einen Spalt auf. Ja, ja, klar. Das heißt, die Tür hat Spiel, die musst du nur auftreten. Dann ist das Ende. Geil ist, ich habe gerade einen Tinnitus. Ist schlecht. Nö, nur bedingt. Ich höre mit dem linken Ohr immer noch dich. Auf dem rechten Ohr hinter Tinnitus gerade. Also es fiepst nur ein bisschen. Oh, fast der Ausgleich. Ja, die Japaner müssen sich jetzt anstrengen. Obwohl, sie haben immerhin schon 3 Punkte im Gegensatz zu den Bowlen. Ja, also auch das ist wieder so ein klassischer Superstar-Mannschaft, wo jeder hofft, ja, also mit dem werden wir Weltmeister. Der Lewandowski reißt das. Naja, natürlich. Siehst ja, wie er es im letzten Spiel gerissen hat. Nix ging da, nix. Ja. Oh, der nächste Stürmer, jetzt geht's ab. Haraguchi. Ich wollte gerade sagen, der kommt aber, genau. Den kenne ich doch, der hat auch mal in Deutschland gespielt. Wahrscheinlich bis auf den Torhüter fast alle irgendwann mal irgendwie in Europa gespielt haben. Sonst würden sie nicht international spielen, meinst du? Ja gut, nochmal so wie es ist, in Asien mit einer halbwegs vernünftigen Mannschaft kommst du schon recht weit. Also immer mal, ja, ja. Australien ist ja mit Absicht von Ozeanien weggewechselt, weil die ja vom Niveau her einzig allein ja immer im Finale gegen Neuseeland gespielt haben. Richtig, ja. Und dadurch, dass Ozeanien ja nur einen halben Startplatz hat, mussten die ja immer gegen den Sechsten aus Südamerika spielen. Und das ist halt schon anstrengend. Und das ist dann, wenn du dann nur gegen Gegner spielst, die du zweistellig wegpustest, dann ist es dann auf einmal schon mal noch ein Sprung. Und in Asien, ja, ist, klar hast du dann auch die komischen Mannschaften, die du mal schnell zweistellig wegputzen könntest. Ja? Du nimmst ja dann schon, auch wenn du jetzt nach Osttimor fährst oder nach Nepal, dann nimmst du ja nicht die erste Riege mit. Dann nimmst du ja schon Spieler mit, die dann ein bisschen Erfahrung brauchen. Ja. Ja, aber da spielen sie dann gegen Japan und Japan, China, Nordkorea, Südkorea. Das sind mal die stärkeren. Taiwan ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, so die großen Staaten sind da schon gefährlich. Malaysia ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber, ja. Mäuschen, Miete Katze. Ja, aber das heißt, neuer Arbeitgeber, um wieder aufs Thema zurückzukommen, du bist dann auch so Europapark raus, ne? Ja, Europapark ist weg und SC. Das ist, ich muss ehrlich sagen, mir ist es, mein letzter Arbeitstag beim SC war tatsächlich dieser B2-Run-Lauf, den ich mitgemacht habe, dass ich dann, wo ich ja danach noch den Lauf gemacht habe und dann noch danach weitergearbeitet habe bis um 1. Es ist mir, als ich um 1 gegangen bin, relativ schwer gefallen, weil sind ja nun beide auch so Sachen, die mir sehr am Herzen gelegen haben. Ja, klar. Und, ja, das verstehe ich auch.
Und dann war es ein bisschen, oh Gott, während ich darüber rede, weil so der Kamera schwenkt über so ein paar Senegal-Fans, die oben ohne und so Militärhut auf hatten und Senegal, jeweils ein Buchstabe für das Wort Senegal auf der Brust hatten. Super. Ah, das ist dann schon so mit ein bisschen Wehmut. Aber ist was Neues, jetzt kommt was Neues und man wird sehen, was daraus entsteht. Jetzt eben eigentlich als Vorarbeiter eingestellt und direkt. Was ja eigentlich die Aufsichtspflicht ist, ne? Also ja, aber nur die Aufsichtspflicht für die Reinigung da. Weißt du? Und jetzt bin ich eigentlich positionstechnisch direkt vom Bauleiter geupgradet worden. Der Bauleiter sagt zu mir, ey, achte mal darauf. Oh, jetzt Ausgleich. Jawohl. Ausgleich. Oh, der Joker war's. Jetzt warten wir mal ab, ob das alles so richtig war, weil da nämlich eine Erinnerung noch rumgelegen hat. Die Fans sehen alle nicht so japanisch aus. Das ist die Kaiserin sehr schön. Die Kaiserin, genau. Die Staatspräsidentin, glaube ich. Und dann natürlich direkt so am ersten Tag, oder kurz vor Feierabend vom Bauleiter rangezitiert zu werden und dann die Frage gestellt bekommen, ob ich das machen könnte. Nee, natürlich sage ich nicht nein. Nachdem es dann noch mit der Chefin abgesprochen war, war dann klar, dass ich ab Dienstagmorgen dann diesen Baustellenkontrolleuroffizier gebe. was echt witzig ist, weil du natürlich dann Zeit hast, mit den Leuten ein bisschen zu quatschen. Sind echt viele, einmal quer am Tor vorbei. Wenn der jetzt geschafft hätte, einen Ticken schneller aufzustehen. Richtig, da wäre dran gewesen. Der hätte ihn gehabt, der hätte ihn wahrscheinlich dummerweise in die falsche Richtung gefaustet. Ja, wahrscheinlich dann so gut klärt, dass das Ding ins eigene Netz fällt, aber... Er wäre nur halbschuld gewesen. Ja. Nein, ist dann schon klasse. Natürlich besteht die Gefahr, dass das Ding irgendwie in 2-3 Wochen mega langweilig wird, weil es halt doch immer auch wieder das Gleiche ist. So 5. Stock, runterlaufen, ein bisschen -4, Fahrstuhl, ganz nach oben, runterlaufen. Ich habe es mal geschafft, wenn wenig los ist, schaffe ich das so knappe 14 Mal. Oh Gott. Ich muss ja auf jeder Etage noch einmal rumlaufen. Ja, ja klar. Ja. Das ist jetzt am Freitag passiert, weil am Freitag tatsächlich wenig los war. Weil Freitag, das ist so wie überall auf dem Bau. Um 7 sind alle da. Ja, ja klar. Spätestens um 12 ist halt einfach mal so 70% der Leute einfach nicht mehr da. Weil. Aber du bist bis 5 da. Ich bin bis. Nee, ich bin nicht bis 5, bis um 4. Also, ja, gut, aber trotzdem, du bist dann halt. So lang da, ja. Mindestens 2 Stunden alleine. Ja, ne, alleine nicht, weil dann natürlich noch viel, viel gemacht wird. Aber die Leute, die halt, wie es auf Baustellen normal ist, immer so auch Montagearbeiter, die einfach von weiter weg kommen. Aus Innerfrankreich oder aus den angrenzenden baden-württembergischen Grenzregionen Richtung Rheinland-Pfalz und so Leute da sind, die müssen halt, wollen dann irgendwann nach Hause und machen dann halt um 12 Feierabend. Und dementsprechend ist dann auf so einer Baustelle halt dann irgendwann auf dem Freitagnachmittag nicht mehr allzu viel los. Was auch okay ist. Das ist so wie bei mir auf der Arbeit auch. Ja gut, ihr habt ja dann auch dementsprechend so ein bisschen eine Art Zeitkonto. Richtig, genau. Wir haben Gleitzeit und so Zeitkonto. Das heißt, wir können die Woche über Überstunden aufbauen und halt am Freitag dann abfeiern. Also verkehrt ist das nicht. Das habe ich mir, das wäre ja auch sowas für uns, weil tatsächlich am Freitag, klar, du hast am Freitag dann in der Reinigung immer noch die Möglichkeit, dann Sachen zu machen, wenn dann wirklich nicht mehr viel da ist, dass es am Montag alles wieder steht. Aber wirklich viel Lust hat dann noch von den Leuten dann relativ keiner mehr. Aber jetzt schauen wir mal an. Ist jetzt die erste Woche. Jetzt habe ich ja jetzt eine kurze Woche. Am Freitag habe ich frei, weil am Samstag steht ja unser Polterabend an. Yay! Ich muss am Donnerstagabend, so Gott bewahre, ich ein Auto habe, Gentis Schwiegereltern vom Flughafen abholen. Ah. Und dann komme ich Freitagnacht nach Hause, penne ein bisschen und dann gehe ich zu meiner Schwiegermutter und wir bereiten alles soweit vor. Dann kommt irgendwann auf den Mittag, späten Nachmittag, noch 2 Kollegen. Ja. Und am Samstagmorgen kommt Marion schon, also meine Frau, und bringt alles, was es da so gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was unsere Frauen miteinander besprochen haben. Ja. Sie hat sich gestern Abend mal ein paar Rezepte rausgesucht für süße... Wir waren gestern oben am Haus von meinem Schwager den ganzen Tag. Wir sind hier um 6:30 weggefahren und waren um 1:30 zu Hause danach. Oh, super bekleckert. Das sieht aus, als hätte es reingeregnet. Ja, das tut es nicht mehr. Das Haus, das ist wunderbar. Also wir haben jetzt noch nicht die 100%ige Bestätigung, dass es nicht mehr reinregnet, aber es sieht zumindest so aus.
Ja, vielleicht ist es einfach zugeschimmelt. Nee, er hat ja tatsächlich so Alufolie hingeklebt, die es abheben soll. Das ist nicht die optimale Lösung, aber so ist er halt. Nee, meinen ganzen Tag oben, ich habe da die Fenster geputzt, baureinigungsmäßig, um mal festzustellen, weil am Mittwoch war die Übergabe vom Bauträger an den Kunden. An den Bauherrn. Und die lapidare Aussage von denen war, Mängel, die gravierend sind, die sieht man auch, wenn das Fenster dreckig ist. Finde ich eine gute Aussage. Weil am Ende sage ich ja, du, weißt du, ich sehe keine Fehler. Und wenn du jetzt reinigst und da sind Fehler, hast du sie verursacht. Ja, natürlich auch scheiße. Ja, ja, jetzt tatsächlich nach der Reinigung haben wir tatsächlich einen Riesen, macht wirklich ordentlichen Schaden festgestellt. So ein Schlenzer im Glas? Nee, ein Schlenzer nicht, das ist wie ein Steinschlag. Also da hast du, musst dir vorstellen, die Scheibe, die ist 2,50 Meter lang und 2 Meter hoch, also wirklich ein großes Schaufenster. Groß, ja. Und nicht außen, sondern innen hast du so gefühlt 15 cm vom oberen Rahmen wie ein Steinschlag. Aber der ist schön tief. Ja, ja. Der ist noch nicht durch, weil es ja so ein Glas ist, aber der ist noch nicht durch. Ja klar siehst du den nicht. Den hättest du auch so nicht gesehen bei der Scheibe, wie sie aussah. Der Rest sind halt so viele, viele, viele kleine Kratzer, feine Kratzer, die passieren. Ja? Das ist scheiße. Da muss man gucken, wie der Bauträger das handhabt. Genau. Aber das Ding ist, also mein Schwager meinte, es wird schwierig, den das zu verkaufen, weil die natürlich ganz klar argumentieren, naja, wissen Sie, Sie haben ja eine Übergabe gemacht, da waren die Dinger nicht. Und den Innenausbau machen sie selber. Vielleicht sind sie einfach unglücklicherweise mit irgendwas dagegen gekommen. Ja gut, aber dann nur die Innenscheibe zuzuhauen, ist natürlich schwierig. Habe ich ihm auch gesagt, also wenn du dann mit einer Alustange und so, dann müsstest du mehr sehen, weil es ist tatsächlich nur das Loch. Es ist nicht so, dass du noch einen Schlenzer unten rechts links hast, sondern wirklich nur das Loch. Also das müssten sie denn schon... Muss man mal gucken. Und ja... Wir haben jetzt vom Architekten die Unterlagen bekommen für den Bauantrag. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt müssen wir die innerhalb von 8 Tagen abgeben. Aber da fehlt noch der Lageplan. Das macht der Vermesser. Der hatte erst noch Rückfragen bei uns. Ich sehe gerade Kabel, die ich noch nie gesehen habe. Ja, du guckst also selten hin. Die Kabel sind da schon immer. Wir wollten mal, also war das mal geplant, hier über den Tisch, wo wir gerade sitzen, eine Lampe anbringen. Aber aufgrund der ganzen Bausituation war meine Frau dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Kann ich verstehen, ja. Aber eigentlich wollten wir das jetzt dann mal noch gehen. Und auf jeden Fall, das heißt, ich muss in die Unterlagen vom Vermesser, also muss ich jetzt noch Sachen reinheften und die dann zum Bauamt tragen. Und, okay, das ist ja kurzer Dienstweg für dich. Ja? Ah, nee, stimmt ja, du musst, ist ja nicht Freiburg. Genau, ich muss nach Efrinkirchen zum Bauamt. Kann ich ja mit, Zug hält ja da. Jeden Morgen. Feier jetzt jeden Morgen dir entgegen. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben so einen Verschneidepunkt in Schlingen oder Augen. Ja. Oder wenn ich Verspätung habe, in Rennweiler. Ja, oder wenn ich Verspätung habe. In Mülheim. Ja, also wir hätten, wärst du Freitag gefahren, hätten wir uns in Mülheim gesehen. Ja. Mein Zug hatte tatsächlich 17 Minuten Verspätung. Ja. Du, Tim, ist doch gar kein Problem. Weil, wie gesagt, ich bin um 6:30 in Basel, ich laufe 10 Minuten rüber zur Baustelle. Ja, eben, das ist nicht das. Also ich habe da, und wenn ich da 5 Minuten, oh ja, da sind sie wieder. 5 Minuten zu spät kommen, merkt es auch keiner. Von daher passt es. In letzter Zeit bin ich recht viel unterwegs mit der Deutschen Bahn. Du warst in Köln. Ich war in Köln, ich war in Hamburg. Und mit dem kaputten Nacken zurückgekommen, ne? Aus Köln mit dem Nacken, der kaputt ist, genau. Und aus Hamburg war der komplette Hals zugeschwollen. Also irgendwas Mandelmäßiges. Ich bin dann da zum HNO-Arzt, was als Privatpatient relativ gut geht. Mhm. Ich bin halt hin, habe gesagt, hier komm, ich kann kaum reden. Also ich habe versucht, der Sprechstundenhilfe darzulegen und sie hat dann gesehen, sie dürfen sich setzen, ist okay. Und ja. Setz dich hin, mein Junge. Ich weiß, dass du bescheuert bist. Und so mit dem Arzt habe ich dann auch 2 Worte so gewechselt, Hals und Aua. Und der hat dann so versucht, da reinzugucken und schön mit so einem Holzstäbchen so versucht, die Zunge wegzudrücken. Zungenspatel, ja. Und
das Zäpfchen ist so geschwollen gewesen, dass er sofort Angst bekommen hat, den Bartel vor den Augen verbrannt hat und. So ungefähr. Nein, er setzte halt sofort der Würge. Sind ja auf den Tisch gespeichert. Nein, ich hatte ja noch nicht gefrühstückt. Wie denn auch? Ja, Suppe geht immer. Ich hatte Joghurt. Siehst du? Das wäre dann nur etwas lila auf seinem Boden geworden. Aber er hat mir dann so Sachen verschrieben. Also hauptsächlich Schmerzmittel und Antibiotika. Und ja, habe ich dann genommen und am Nachmittag war es dann auch schon wieder so gut, dass ich habe zum Essen gehen können. Und er hat dann gefragt, ob ich eine Krankmeldung brauche. So, ich fahre in 3 Tagen halt wieder weg. Und ja, aber sie sind ja ansteckend. Ich habe gesagt, ich versuche keinen zu küssen. Sie sind ansteckend. Sie und ihre dritte Weltkrankheit. Ja. Ja, wir gerade mal, einfach mal, weil ich. Oh, Mäuschen, das ist so eine scheiß Idee. Die Katze ist mir gerade auf den Schoß gesprungen. Du bist gerade mal, um kurz abzulenken, kurz bei transfermarkt.de, meine Seite, wo ich meine Transferinformationen habe. Wann haben denn die Spieler angefangen, dreistellige Millionenbeträge als Transfermarktwerte zu haben? Als Transfermarktwert? Ich glaube, der Messi war der Erste. Ich habe jetzt hier, also nur mal die ersten 12 Spieler sind alle dreistellig von den wertvollsten Spielern auf der Welt. Aber die letzten 18, glaube ich, jetzt erst bei der letzten Erhöhung. Nee, das bezweifle ich aber, dass die Nummer 12 erst als letztes oder eine der letzten war. Wieso, wer ist das? Du kannst ja mal raten, ich kann dir sagen, ob du richtig oder falsch liegst. Ronaldo. Ja, Nummer 12, weil der ist abgewertet worden von, keine Ahnung, auf 100 Millionen. Ja, gut. Vielleicht weil er ein bisschen länger. Vielleicht weil er ein Kinnbart jetzt trägt. Ich glaube eher, weil er alt wird. Ich glaube wegen seinem Kinnbart. Er hat ja gesagt, solange die jetzt gewinnen, rasiert er sich nicht mehr. Also irgendwie würde ich es gerne sehen, dass sie das Ding jetzt die Weltmeisterschaft gewinnen und danach nie wieder ein Spiel verlieren, dass er irgendwann mal über seinen Bart fällt. So. Ansonsten haben wir nur kurz kurz noch Griezmann mit 100 Millionen. Der ist neu. Coutinho mit 100 Millionen. Auch neu. Dele Alli mit 100 Millionen, Engländer. Ja, auch neu. Dann Eden Hazard, 110 Millionen. Auch neu. Paolo Dybala, 110 Millionen. Dybala? Argentinien, oh, Juventus, Stürmer. Da hat er wahrscheinlich auch neu. Kylian Mbappé, Frankreich, 19. Paris Saint-Germain, 120 Millionen. Der ist, glaube ich, schon eine Erhöhung dabei, ja. Mhm. Kevin De Bruyne. 150 Millionen. Der ist jetzt aber auch neu in den so. 100er Club hoch. Ja, dann haben wir auf Platz 4 Mohamed Salah mit 150 Millionen. Auch was neu. Ganz witzig ist, ich glaube, um das ein bisschen lustig zu machen, in Ägypten, wenn du sagst, da kostet einer 150 Millionen, glaube ich, da kannst du viele, 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 viele Pyramiden mitbauen. Dann kommen wir in die Top 3. Harry Kane, 150 Millionen. Ja. Und dann wird es klassisch Platz 2 Neymar. Mit 180? Ja, und okay. Messi mit 180. Alter Schwede. Aber nur um das Lewandowski kratzt an den 100 Millionen mit 90 Millionen. Ja. Dann kommt dieser Serbe, dieser SMS-Serbe. Was? Ja, Sergej Milinkovic-Savic, SMS. SMS, ja. Mit 90. Dann Raheem Sterling mit 90. Paul Pogba mit 90. Romelu Lukaku. Ich mag den Mann. Der Belgier. Ja, der Belgier aus Kongo, wo keiner wirklich weiß, ob der wirklich 25 ist. Mit 90 Millionen. Hast du den mal gesehen, wie er mit 16 aussah? Also Tim, sag mir schon bitte, wir sind jetzt beide über 30. Ja? Und wir haben beide noch nie so einen Körperbau gehabt wie er. Und der mit 16 sah er aus, als wenn der einfach schon 10 Jahre älter ist. Es gibt auch so einen Fall in der Dortmunder Jugend. Der kommt von St. Pauli, der jetzt einfach da reihenweise Tore macht in der B-Jugend, wo sie auch nicht 100% genau wissen, ob er nicht vielleicht 2-3 Jahre älter ist. B-Jugend, der ist jetzt. Oder ist in die A-Jugend aufgerutscht. Genau, ja. Weil er da nicht altersniveau technisch spielen kann. Ja, ja. Also nur bis Platz 25 geht es auf 75 Millionen runter. Alter Schwede. Und ich meine mal, die meisten davon kennt man ja alle, das ist ja gar kein Problem. Jetzt gucken wir mal, was zeigt denn Transfermarkt als. Sagen wir mal. Als niedrigsten Wert. Ja, also die Top. Als Platz 10? Nein, Platz 10 nicht, Seite 10. Also Senegal drückt.
Ja, müssen sie ja noch 2,5 Minuten zu spielen. Also der niedrigste gerankte Spieler hier in der Position ist ein Russe. Igor Akinfeev. Den müsst ihr euch merken. Ne, das ist 32, den muss man sich nicht mehr merken. Den hätte man sich vor 10 Jahren merken müssen. 10 Millionen kostet der. Ganz ehrlich, ich muss immer wieder, witzigerweise, wenn ich den Namen höre, an den Fußballmanager denken. Als ich damals 2006 Fußballmanager. Als ich nach Freiburg gekommen bin, bis an den Titisee, habe ich da mit den Jungs, die ich da kennengelernt habe, haben wir uns einen PC geteilt und haben alle reihenweise den Fußballmanager gespielt. Ich habe das auch gespielt. So bis zum 11er und dann ist er ja, glaube ich, 12 und 13 gab es noch und dann ist er ja... Ja, wir haben auch 12 und 13 noch gespielt, aber eben nicht mehr ganz so. Aber da war ja hast ja immer geguckt, dass du eine junge, talentierte Mannschaft hast und du hast ja eigentlich klassisch immer den Igor Akinfeev geholt, gerade bei den früheren, weil der war halt 17, 18, hat eine Stärke von 80 gehabt und du konntest ihn für schmale 20 Millionen kaufen. Hast ihn halt 2 Jahre spielen lassen, ist der auf 90 hoch und hast ihn halt für 100 Millionen verkauft. Das ist schon geil. Dann hast du in Südkorea gescoutet, es gab ja dieses 5-Sterne-System. Ja, ja. Und in Südkorea hast du immer einen 6-Stern-Spieler gefunden. Ah. Wenn du lang genug gescoutet hast. Okay. Wir wussten, wie wir das Spiel über. und dann ist es natürlich auch sehr schön, wenn St. Pauli dann die Champions League gewinnt. Ja, nee, das habe ich nie gemacht. Wir haben dann tatsächlich große Vereine genommen, weil da viel mehr Geld war. Und dann gab es da aber auch noch einen, wenn du einen eigenen Verein gegründet hast, gab es dann einen Geldbug. Echt? Ja, wenn du da, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, du konntest irgendeine Sache abschließen und dann gab es einen Geldbug, dass du unendlich viel Geld hattest. Das ist natürlich in der Kreisliga geil. Das ist, ja. Ja, du kriegst zwar nicht hier Weltklasse-Spieler, aber nee. Du kannst immer schon relativ weit oben einkaufen. Du baust die Jugendabteilung komplett aus. Richtig, und hast im dritten Jahr Spieler, die würden nicht mal ansatzweise. Und die schießen dich, in den 10 Jahren schießen dich hoch. Das ist super. Dann kaufst du halt Spieler von den Färöerinseln und solche Sachen, die dann schon stark sind und nach Europa. Das richtig. Wäre mega gewesen. Eieiei. Wird halt jetzt so nicht mehr gemacht, weil das Interesse so nicht mehr ganz da ist. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich will das weiterhaben. Ja, du willst es, aber das ist so nicht vorbei. Und mich vor da zwei. Jetzt halt mit den so Mobile-Lösungen aufhalten, ich weiß auch nicht. Football-Chair-Manager. Chairman. Es macht ja Spaß, so ist es ja nicht, aber mir fehlt da so ein bisschen die Visualisierung. Die Visualisierung nicht mal. Das ist tatsächlich einfach das Gameplay. Ja. Dass du dann auch die Möglichkeit hast, bei anderen Vereinen einfach hinzugehen und sagen, ich möchte den Spieler haben, ich möchte den haben und wenn er dieses Jahr nicht, dann nächstes Jahr umsonst. Ja, ja, genau. Also oder das, die Jugendmannschaft wirklich aktiv sagen, du brauchst jetzt einen 80er Verteidiger, da gehst jetzt hin und ziehst den. Die kommen halt durch, wenn sie alt genug sind. Ja. Von daher. Naja. Da war das schon geil. Ich vermisse ja immer noch den Hattrick. Hattrick. Den Bundesliga-Manager. Uiuiui. Da hatte ich einen Editor für. Da konnte man dann alle so einstellen, wie man sie gebraucht hat. Den gibt es ja noch, den kannst du ja frei runterziehen, aber du brauchst halt eine DOS-Box. Ja. Dass er halt da läuft. Und mein Mac kann es nicht. Wir sind jetzt tatsächlich am gucken, dass wir wieder einen. Ein Windows-PC kaufen. Ja. Ich habe ja diensttelefontechnisch habe ich ja Android. Ja. Also Samsung-Telefon. Was? Hast du jetzt ein neues bekommen? Ein Diensttelefon halt. Ja. Ja, liegt irgendwo im Schlafzimmer. Ja. Am Strom. Aber ist halt die Frage, das habe ich ja bekommen, weil ich als Vorarbeiter eingestellt werde. Den Job mache ich ja jetzt nicht. Weißt du? Von daher. Nein. Da wäre dann natürlich die Sache, wenn ich das bekomme, mir jetzt zum Laptop da schieße, ob ich mir da gucke, dass ich eine DOS-Box draufziehe und dann den Fußballmanager hole. Ja. Aber dann nicht mit dem Editor, sondern tatsächlich mit dem 97, 98er oder sogar 96er Kadern-Spieler. Weil das einfach ein Elba und wie sie alle hießen, ein Kirsten und ein Vollbaum noch bei Leverkusen im Tor. Bobic bei Stuttgart. Balakov. Genau. Oh Gott, ja, der. Ja. Nicht der Teufelsdreier, so war es bei den Kickers, aber das magische Dreieck. Ja. Oh, alter Schwede. Darius Rosch bei Bochum. Wolfsburg noch in der zweiten Liga. Damals gab es unter der zweiten Liga noch Regionalliga. Lars Ricken bei Dortmund, aktiv. Stefan Klos.
Ja, im Tor. Schork hat noch gespielt. Ja. Teddy DeBär auf der Bank. Ja. Ja. Das ist alles so lange her. Mhm. Olaf Marschall, Andi Reck noch im Tor bei Kaiserslautern, nicht bei Bremen. Oliver Kahn, gerade in der Jugend. Ja, Oliver Kahn war schon denn bei Bayern, aber noch war schon? Ja, ja. Also von daher, das ist dann schon ein geiler Manager gewesen. Und auch da gab es ja die Einstellung, dass du mit 25 Millionen Mark in der Oberliga starten kannst. Du konntest ja auch reinschießen. Da gab es ja nicht so, na, ich komme nicht, weil du bist nicht attraktiv genug. Du musst ja nur genug Geld haben. Dann konntest du ja auch einen 90er, 99er Stürmer richtig schießen. Ja, der hat dich dann halt einfach in die Regionalliga und dann in die zweite Liga geschossen. Du konntest aber vis-à-vis auch die Jugendarbeit steigern. Dann hast du auch schon 50er, 60er Jugendspieler bekommen. Schon geil gewesen. Naja, ach, das ist schon geil gewesen. Ich denke immer wieder sehr gern zurück. Es gab noch ein Managerspiel, der hat es ein bisschen auf die Schippe genommen. Da konntest du dann, der hat so halbseitige Lizenzen gehabt. Aber ja, die Spieler waren nicht lizenziert, die Trainer waren dann irgendwie lizenziert. Du hast auch als Oberligamannschaft angefangen, musstest dich hocharbeiten und konntest dann aber eben tatsächlich relativ prominente Trainer anstellen. Und je stärker sie waren, desto erfolgreicher war auch dein Team. Nimm Franz Beckenbauer zum Beispiel. Mhm, ja. Ja? Und dann konntest du aber vis-à-vis dann deine Spieler glücklicher machen, indem du dann Escort-Ladies bestellt hast und solche Sachen. Ja? Gottes Willen. Das ist ein super Manager gewesen. Total, die ganze Sache total lächerlich gemacht, aber klasse. Hat Spaß gemacht, sowas. Und ich habe damals echt viele ausprobiert. Ja, FIFA hat es ja dann nochmal mit neben den Menschen nochmal ein bisschen anders probiert. Die haben ja dann das Bezahlsystem in einem, ob das 2000 war es, abgeschafft. Da ging es dann um Sterne. Da hast du dann Aufgaben gestellt bekommen und wenn du die gelöst hast, hast du Sterne bekommen und je mehr Sterne du hattest, konntest du die Sterne gegen stärkere Spieler eintauschen. Aber zum Schluss war es dann doch wieder Geld. Ja, klar. Also gemerkt, weil sich viele Leute beschwert haben, weil es lächerlich ist. Mhm. Und da gibt es einen Manager, ich weiß nicht, ob der den Namen noch sagt, Mikael Forsell. Nein. Einer der besten finnischen Stürmer neben Jari Littmann gewesen. Der war tatsächlich in der Jugend bei Bayer Leverkusen, ist dann aber nach England gegangen und ist dann bei Chelsea gelandet und da recht erfolgreich und hat dann, ich glaube, der hat dieses Jahr erst seine Karriere beendet. Oh. Und das war der einzigste lizenzierte Jugendspieler, den es in diesem Spiel gab. Mikael Forsell. Super. Super. Oh Mann. Und mein Lieblingsspieler, also mein namentlicher Lieblingsspieler, nach einem kurzzeitigen Zwischenstopp dieses Jahr, von einem halben Jahr bei Rot-Weiß Erfurt, ist wieder nach Finnland gegangen. Er ist ein Deutsch-Grieche und heißt mit Nachnamen Schalampos. Ja, Schalampos. Ich habe den Namen gelesen damals, habe mich mega drüber gefreut und gucke jetzt immer wieder, was er macht. Er geht ja zurück nach Finnland. Er ist ein Deutsch-Grieche. Warum auch immer. Schalampos. Mhm. Schön. Der heißt aber auch irgendwas, ich muss jetzt gerade mal gucken. Der hat auch so einen ewig langen Vornamen. Auch mit CH fängt er an. So. Während Tim jetzt die Zusammenfassung von Senegal gegen Egyptian wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe nur das Tor jetzt gesehen. Das war schon nicht schlecht. So, war schön rausgespielt. Fast wie gegen Deutschland. Ja. So, Deutschland, dritte Liga. Rot-Weiß Erfurt, Absteiger. Die haben mit Thomas Bredaric als Trainer. Ah, okay. Sagt dir vielleicht noch was? Nein, ich habe ja auch nichts. Ich bin da nicht so drin in der Materie. Ja, ich weiß. Ja, war unser Mann in Aserbaidschan. Ich glaube in Aserbaidschan. Der hat da mal einen Trainerposten. Und in Weißrussland war er auch Trainer. Mhm. Und dann ist er zurück in die Oberliga nach Deutschland gekommen. Und jetzt... Um mal was Richtiges zu trainieren. So in etwa. Der Nico lässt fragen, wie baut ein T-Rex ein Steinhaus? Gute Frage. Ja, mit seinen Stummelärmchen. Fragt der Typ das wirklich? Er ist ja furchtbar, warum fragt denn der so einen Scheiß? Ich weiß nicht, er hat es aufgeschrieben. Also ich war es nicht und du warst wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich habe die App, glaube ich, gar nicht drauf. Ich glaube, die ist der letzten Resozialisierung meines Telefons zum Opfer gefallen. Passiert, ja. Hm, hätte doch gar kein Passwort mehr. Ja, keine Ahnung. Das Problem ist, nur Nico könnte die Antwort geben. Nein, er wollte das die Home-Unity-Maurer fragen, ob das grundsätzlich möglich wäre.
Wollen wir drüber reden? Wollen wir wirklich drüber reden, wie viel Community wir haben? Also ich denke, letzte Folge haben immerhin 5 Leute runtergeladen, die nicht wir beide waren. Ja, ich habe sie mir noch gar nicht runtergeladen. Also, siehst du, also ich bin ganz ehrlich, aktuell sind wir beide und Nico und noch 5 Freunde, die uns irgendwie abonniert haben. Richtig, einer aus Norwegen, einer aus den USA. Und bei Norwegen hätte ich sogar schon relativ sicher, wer es ist. Also ich tippe mal ganz klar auf Max, weil es ein Kollege, der jetzt nach Norwegen übergesiedelt ist. Ah, okay. Aber ich würde es nicht unterschreiben. Und Amerika, keine Ahnung. Ich bin jetzt ein Romantiker. Ich hoffe Donald Trump. Donald, I love you. I respect what you do. I love you. Ja, komm, ey. Ja, es ist okay. Wir haben jetzt die 14. Folge. Ja, hey, unsere Zahlen sinken. Unsere Zahlen sinken auf jeden Fall. Ja, aber hey, weißt du, du musst auch immer so sehen, wir machen ja eigentlich keine Werbung dafür. Wir bringen keinen Mehrwert. Ja, ich muss mich sogar verbessern. Ich bin ja immer der Meinung gewesen, er heißt mit Nachnamen. So, aber er heißt ja tatsächlich mit Vornamen. Schala Lampos Sancho Popolos. Deswegen habe ich mich in ihn verliebt. Kommt aus Bielefeld. Der Name suggeriert es schon, ne? Ja, natürlich. Und ja, den Ort, den gibt es wirklich. Ja, und er geht jetzt nach Kokolan PV für 125.000 Euro. Okay, so, wie alt ist er? Ich habe nicht drauf geguckt. Er ist 94er Jahrgang, also 23. Karrieretechnisch denke ich, ja. Ist denn jetzt auch bald Feierabend? Aber in Finnland kannst du ja noch lange Fußball spielen. Wenn es dunkel ist, fällt es keinem auf. Richtig. Aber da sind die Flutlichter recht gut. Ja. Oh, die haben sogar. Krasse. Die kaufen sogar noch einen Spieler aus Deutschland, aber es ist ein Finne. Ja. Von Stuttgarter Kickers. Gucken wir mal kurz, was der Kader sagt. Die haben 6 Ausländer im Kader. Da ist Transfermarkt eh schon geil. Also, ich möchte nicht der Mitarbeiter sein, der die finnische Liga ausarbeiten muss oder irgendeine andere. Kranke Liga, aber... Es gibt keine kranken Ligen, es gibt nur besondere Ligen. Ui, ja, du sagst auch, das Kind ist nicht behindert, ist besonders. Ne? Nein, da würde ich jetzt sagen, das Kind ist behindert. Also nicht zu meinen Kindern. Aber, ja, ich weiß nicht, es sind ja auch Menschen und auch Ligen. Da müssen wir nicht drüber reden. Die haben Irani, die haben den Irani und Finn, die haben den Ukrainer, ein Kolumbianer, ein Eritreer, ein Serben, ein Kolumbianer und einen finnischen Kongolesen. Super. Super. Ja, ja. Ich stand nur. Das ist das Stadion doch, hat 3000 Plätze. Ah, oh, süß. In der Köden. So. Super. Super, sage ich nur. Was haben wir denn noch laufen? Laufen. Laufen, ha! Ja. Wir müssen mal noch drüber reden. Es war ja, wir haben uns ja lange nicht mehr gemeldet, jetzt schon immer so lange schon her. Und zwischenzeitlich war ja Tim und mein Freiburg-Marathon, wo wir nur die 10 Kilometer gelaufen sind. Ich glaube, da haben wir in der Grillfolge schon drüber geredet. Ja, dass ich dich sang- und klanglos besiegt habe. Ja. Nein, sang- und klanglos stimmt nicht, weil ich habe dich nicht so, aber ich habe, also dafür, dass ich nicht trainiert habe. Warst du halt einfach mal 5 Minuten schneller. Habe ich dich einfach mal abgehangen. Ja, aber daran komme ich klar. Denke ich auch. Dafür trainierst du ja einfach viel mehr als ich. Aber mein Ziel ist es ja tatsächlich jetzt dann wieder durch die Mehrzeit, die ich habe, durch den neuen Job. Weil das muss ich ganz kurz, das war einer der Gründe, warum. Nicht, weil ich in der Schweiz für gleiche Arbeit wesentlich mehr Geld verdiene, sondern tatsächlich einfach der Zeitfaktor. So geregelte Zeiten. Geregelte Zeiten, klare Arbeitszeiten. Jetzt nicht irgendwie 10 Stunden, 11 Stunden, 12, 13, 14, 15, sondern tatsächlich klassische 8,5 Stunden, wie in der Schweiz normal. Und dann Feierabend. Und dann will ich gucken, dass ich da ein bisschen, dann jetzt, nachdem die Hochzeit rum ist, ein bisschen anfangen kann mit trainieren. Ich möchte auch wieder laufen, sobald ich hier der Körper so wieder mitspielt, so weil ich war jetzt, in Köln war ich laufen mit steifem Nacken, so weil ich gedacht habe, hey komm, das lockert die Muskulatur, Arschlecken. Ich konnte die Nacht, also ich saß im Hotelbett. Das glaube ich. Und habe dann gesagt so, 3 Uhr, ich sollte vielleicht mal schlafen. Na, zum Glück hattest du Pay-TV, ja? Nein, aber Internet.
Ah, ist ja fast wie bei die Pornos umsonst. Ist ja super. Nein, ich wollte eigentlich am Freitag, war jetzt die Laufnacht in Freiburg, aber aufgrund, dass wir momentan kein Auto haben, ist es halt schwer zum Bahnhof und wieder nach Hause zu kommen. Und ich laufe nicht die Strecke und fahre dann mit dem Fahrrad vom Bahnhof noch her, weil ich glaube, dann ist ja nicht gegangen. Aber jetzt am 30. ist die Laufnacht im Biegen. Ja, was machen wir am 30.? Ist das der Polterabend? Ja. Ja, stimmt. Passt. Also der Mike wollte an seinem Polterabend jetzt gerade zur Laufnacht nach Bingen gehen. Ja, also es wäre bestimmt cool geworden, weil... Ja, die freut sich gefreut, wenn richtig. Ich jetzt nicht verdrücke. Nein, ich muss ganz klar dazu sagen, ich bin da, was so Datum und Tag zur Ordnung, bin ich nicht der Stärkste. Und deswegen habe ich das jetzt gerade völlig verplant. Zum Glück habe ich auch nicht zugesagt. Ich habe jetzt nur einfach mal Kalender eingeplant, dass es da stattfindet. Ja gut, da muss ich gucken, was ich noch lauftechnisch dieses Jahr mache. Ja, der nächste Fest ist doch dieses Freiburger Ding. Hm. Fest ist noch gar nichts. So gebucht haben wir auch noch nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie er heißt, der Freiburger Lauf. Ich bin gefragt worden, habe gedacht so, ich weiß es nicht, ich muss den Mike nochmal fragen. Wie heißt der gute Lauf? Ich weiß es nicht mehr. Das ist, glaube ich, der, warum auch irgendeine Firma, Sportcheck, glaube ich, irgendwie, glaube ich, Sportcheck-Lauf irgendwie. Pumpe mit Sportcheck. Laufkalender Freiburg im Breisgau. Ja, ich glaube, Laufcheck. Sportcheck. Emmending, der war ja im Oktober, sagtest du. Guck mal da, Altstadt. Schwarzwald-Marathon? Nee, das sind Bräunlingen. Losburg, Ettenheim, Bräunlingen. Freiburg. Ja, Sportcheck. Sportcheck Run. Hm. Der ist es. Flache Strecke, yay! Ja, Stadt halt. Oder halt im Seepark. Ja. Da wollen, also die Kleinste hat gesagt, sie will mitmachen. Und zwar ja, die 600. Mhm. Die Große hat gesagt, die 1,2, die schaffe ich locker. Mhm. Und ich mache die ganz Großen. Halbmarathon. Ich werde, wenn dann die 11, glaube ich, machen. Aber warum 11? Ja, weil ich 20 nicht noch... Tim. Nein, ich meine, so warum es 11 angeboten wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht streckentechnisch, weil nichts Kürzeres zwischendrin... Ja, das kann sein. Ja. Also ich würde, glaube ich, die 20, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Also da, weil es ein Sonntag, dann lieber... Du hast auch gesagt, du bist noch nie die 10 gelaufen und... Und läufst in 10 und ja, machen wir locker. Ja, aber es ist auch dieses Jahr tatsächlich nur erstmal die 10 angedacht gewesen. Dann tatsächlich dann zu noch eine Stufe weiter hochgehen. Machen wir ein zweites Mal 10 oder 11 in dem Falle. Und dann gucken wir weiter. Aber die 1,2, das wäre ja was für meine Frau, aber das ist glaube ich halt nur der Kinderlauf. Also von daher. Ja, sie kann dann mit der Jessica laufen. Ja, meine Frau läuft aber dann nicht. Also ich glaube, wenn da nur Kinder mitlaufen, das wäre dann unfair. Ne? Also meiner Frau gegenüber, weil die Kinder sind ja schneller. Die Kinder, alter Schwede, in Rheinweiler waren die Kinder beim 1,2 ja. Jahren. Die, ja. Die waren auf gutem Niveau. Also die hatten unsere Pace? Ja, unsere Pace, ja. Und die sind echt die schnellsten. Aber für so einen 6-7-Jährigen... Hat Kane jetzt gerade 3 Dinger gemacht? Ja, hat er. Alter! Deswegen ist er geupgradet. Deswegen ist er vom Wert her ein bisschen gestiegen. Nee, die nächste Steigerung ist erst nach der WM. Ja? Ja. Also dann wird er auf jeden Fall nochmal hochgehen wahrscheinlich. Je nachdem, wie weit England kommt. Ich tippe ja tatsächlich, dass England relativ weit kommt, weil die haben jetzt echt viel Dusel in der Jugendarbeit. Machen echt gute Arbeit. Na, die sind jetzt U20-Weltmeister geworden und in der U17 glaube ich auch. Also da kann in England jetzt in nächster Zeit nicht auf der Torhüter-Position, aber... Guck mal auf der offiziellen Seite, ich glaube, da gibt es unter Umständen schon die Laufstrecke. Ja, genau. Ah, noch 111 Tage, ja. Stimmt, zur Anmeldung, ja. Bis einschließlich 7? Bis einschließlich 12? Das heißt, meine Große dürfte auch bei dem 600 Meter Lauf mitmachen, aber es ist hier, glaube ich, zu wenig. Startzeit 12.15 Uhr. Ja, Sonntag halt ist okay.
Anmeldung. Grundleistung. Yay, wir halten eine Medaille, eine Online-Urkunde. Ja, so wie jetzt auch. Chipzeitmessung. So wie jetzt auch. Reichhaltiges Strecken- und Zielverpflegung. Mhm. Siegerehrung für die ersten drei, da mache ich mal nicht mit. Weißt du nicht, du weißt nicht, wie viele Leute laufen. Wenn nur drei laufen, ist die Chance, wenn du ins Ziel kommst, relativ hoch. Ja. Ey Tim, jetzt mal ganz ehrlich, denk dran an den Weinleselauf. Da standen wir beide auf dem Podest. Ich Zweiter, du Dritter. Ja. Nur der Gesamtsieger war Erster. Richtig. Ich möchte nur darauf hinweisen, ja, der Gesamtsieger, der das Ding gewonnen hat, war ein Platz vis-à-vis zwei Plätze vor uns. Stimmt, stimmt. Es waren aber leider auch nur drei Leute, die mitgelaufen sind. Nee, in unserer Altersklasse. Genau, in der Altersklasse. Waren es nur drei Leute. Aber wir standen mit dem Gesamtsieger auf dem Treppchen. Ja, er Erster, ich Zweiter, du Dritter. Ich möchte es nur immer wieder sagen. Mich interessiert nicht, dass nur 15 Leute mitgelaufen sind. Nee, stimmt nicht, waren es 24. Genau. Aber wir standen mit dem Gesamtsieger... Ja, das stimmt, auf dem Treppchen. Ne? Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Typ so eine Maschine ist, dass er einfach danach so die 10 Kilometer gelaufen ist, die auch noch gewonnen hat. In nahezu einfach die Zeit verdoppelt. Also er war, glaube ich, eh zu spät dran, ist dann später gestartet und hat alle noch überholt. Ja, das ist echt, er ist eine Maschine. Echt heftig. Ja, aber jetzt wäre einfach interessant, ob eine Strecke mit dabei ist. Ich schaue gerade. Die da irgendwas parken, unterkommen. Strecken und Zielverpflegung. Oh nein. Zusatzleistung. Bildergalerie, weitere Bilder. Start, Ziel. Wow! Ich bin begeistert. Okay. Also, ja, guck, du läufst es zwei bis dreimal. Du läufst zweimal, ich lauf nur einmal. Also, da Start, Ziel. Da lang. Da hoch. An der A5 vorbei, schön Abgase. Da gibt es ein Wasser. Und guten, Essen. An der Dreisam hoch, dann Pardoli wieder rein. Und wieder zurück in den Sepa. Und dann gerade zweimal. Und du läufst jetzt halt zweimal. Ja, genau. Und die Zwerge? Laufen nur im Stadion, da oben. Am Stadion lang, genau. Gott, einmal oder zweimal. Ja, oder zweimal. Naja, warum nicht? Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, nee, das ist auf keinen Fall. Und im Training habe ich jetzt 2 Stunden 12 gebraucht. Für den Halbmarathon. Und auch da wäre mein Ziel, ist dann wieder einfach Stunde 10, das wäre völlig okay. Und dann gucken wir mal. Oh, jetzt kommt der Freistoß so von Deutschland nochmal. Toni Groß. Und er hat sich wohl da mit dem Reus ja besprochen und der hat gesagt, ja komm, das wird nix. Und dann tippt er an und zack und alter Schwede, ey. Ja, so schön. Er kann nun mal kicken, ne? Das ist. Ich sag schon lange, meine Frau hat es gestern auch gesagt. Meine Schwiegermutter, der ist auch so unbekannt hochgekommen. Sie haben gesagt, nee, der Mike hat den schon seit 10 Jahren auf dem Schirm. Weil klar, klassisch, wenn du einen Fußballmanager spielst, hast du den ja schon länger auf dem Schirm. Und in dem Falle tatsächlich, ist, weil Groß ja auch aus MacPom kommt, so wie ich, ist der mir schon lange auf dem Schirm. Zwischenzeitlich war es ein bisschen abgeflacht bei ihm. Dann waren ja die Jahre in Leverkusen und da hat es ihn nochmal richtig gut gepusht. Mit dem Jupp zusammen, der hat ihn gut durchgezogen. Und da haben wir ihn auch in Freiburg mal getroffen, den Toni Groß. Ah, der Boateng ist jetzt entsperrt. Was machen wir jetzt mit unserer Innenverteidigung? Wie stellen wir denn da auf? Gar kein Thema. Lustig! Ja, Michael. Oh. Ja, das ist diese Provokationsnummer. Der Typ da links, den ist jetzt gerade weg, der da rausgegangen ist auf dem Bild, der ist rübergelaufen und hat mit dem Finger auf die Bank gezeigt. Und das haben die als Provokation gesehen. Kann ich verstehen, macht man noch nicht. Wenn man gewinnt, dann ist es okay. Dann ist alles, was davor war, vergessen. Man läuft nicht rüber und zeigt mit dem Finger auf irgendwie. Das macht man einfach nicht. Ich kenne die Vorgeschichte nicht. Warum hat er auf die Bank gezeigt? Nein, das ist so diese große Diskussion, dass Schweden ja die letzten Minuten einfach so destruktiv gespielt hat, gemauert hat. Wenn die Verteidigung, die haben ja mit 5, 6 Mann wie Mexiko hinten drin gestanden. Ja. Und die Bälle nur noch rausgekloppt. Und ich weiß nicht, warum er darüber gelaufen ist, aber ich denke einfach, aus einer gewissen Euphorie ist er dann halt drüber gelaufen, wollte halt zeigen, ja, wir sind die bessere Mannschaft und ihr nicht. Und das fand die Bank halt nicht so klasse. Reine Interpretation, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ja, eben. Ja? Und das macht man einfach nicht. Und vor allem nicht, wenn man gewinnt.
Und das fanden die halt alle nicht so cool und dann gab es so eine kleine Schubserei und... Ja, gut. So ist es. Jetzt ist alles wieder gut. Ja, du, wie gesagt, mal ganz ehrlich, wenn wir deswegen am Ende, wenn wir am Ende bis ins Halbfinale kommen, interessiert es kein Schwein, ob wir gegen Mexiko verloren haben. Richtig. Ja, wenn wir Weltmeister werden, schon zweimal nicht. Ich befürchte das, also... Mm. Ich gebe meine Prognose ab, dass wir das nicht werden. Ich auch nicht. Ich, ganz ehrlich, ich habe es mit Schwiegermutter davon gehabt. Die hat gesagt, ja, wir werden es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, maximal Halbfinale. Dann war es aber auch gut. Nach dem ersten Spiel können wir froh sein, wenn wir das Viertelfinale erreichen, weil Stand jetzt aktuell werden wir ja Gruppenzweiter. Das würde bedeuten, dass wir gegen Brasilien spielen würden. Wenn die Erster werden. Ja, wenn die Erster. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die gegen Serbien nicht verlieren werden. Und dann muss die Schweiz aber auch erstmal gegen Costa Rica gewinnen. Ja, ja, klar. Und, aber so wie die WM jetzt bis jetzt läuft. Ja, ich sag mal so, wenn Schweiz wirklich Erster wird, dann würden wir gegen die Schweiz spielen. Dann wird es leichter für uns, in die nächste Runde zu kommen. Richtig, ja. Gegen Brasilien wird es dann nämlich schon echt, das wird ein großer Kraftakt für uns werden. Und ich weiß nicht, ob die Mannschaft das kann. Wobei, wie gesagt, sie hat es gestern gezeigt, dass sie sich steigern kann. Jetzt warten wir mal, wie gesagt, wie wir es vorhin auch gesagt haben, Südkorea. Wir müssen gegen Südkorea gewinnen mit so viel wie möglich Toren. Und dann werden wir sehen. Ja. Und wenn am Ende, entschuldige, wenn ein Weltmeistertitel bei rumkommt, sage ich nicht nein. Ja, aber... Dann ist der Fünfte. Dann müssen wir das Trikot anbauen. Ja, natürlich. Ich glaube, ab 5 kriegt man doch jetzt, dann ist es dann da auch so wie bei den Meisterschaften, dass 5 Sterne dann zu einem. Nein. Weil du kannst ja nicht neunmal Weltmeister werden. Meinst du denn, also du kriegst ja bei Deutschland ist es so, pro 3 Meisterschaften 1 Stern. Nee, pro 5. Pro 5 wäre es mittlerweile. Brauchen wir 3, okay. Pro 5. Ja, das ist ja dann. Dann kannst du es ja eher so, weißt du, hier in der Mitte oder so, wie ein Stern anordnen. Naja, bei Bayern, das wird langsam eng. Naja, deswegen, die denken, da werden sie nochmal hochskalieren, dann muss Dortmund wieder einen abgeben, weil die aus der Skala weiter rausfallen. Die Dortmund haben die jetzt 8 oder 9? Ich glaube, die haben jetzt 2 Sterne, ja. Also dann 10 in dem Fall. Also jetzt warten wir mal ab. Wir haben jetzt die Vorrunde. Ich werde das Mittwochspiel leider nur am Ende mitbekommen. Außer wir machen... Ich muss halt arbeiten bis 16 Uhr. Und dann fangen die halt an, gerade dann zu spielen, wenn ich Feierabend habe. Ich sitze 16.30 Uhr im Zug. Ich bin um 17 Uhr am Bahnhof. Ich kenne deinen Schmerz. Und bin dann, wenn es gut läuft, Viertelstunde nach Anpfiff der zweiten Halbzeit bin ich zu Hause. Je nachdem, wenn der Zug nicht Verspätung hat. Wenn der Zug so pünktlich ist, bin ich um 5 daheim, also auch knapp zur zweiten Halbzeit. Obwohl es dann ja auch nicht zum Fußball schauen geht, sondern erstmal zum Kinder, Abendessen, also mit den Kindern, nicht die Kinder. Ja, du hast dann einen anderen Tagesablauf als ich. Ich komme nach Hause, im besten Fall ist die Frau zu Hause, da läuft der Fernseher schon warm. Ja, klar. Und oder sie ist gar nicht da, es kann natürlich sein, dass sie bei Schwiegereltern ist. Also das. Ihr braucht also noch Abstand. Vor der Hochzeit. Nee, das nicht, aber weißt du, Frau ist halt den ganzen Tag alleine zu Hause, weil sie ist ja gerade arbeitssuchend. Und sie hat am Montag ein Probearbeiten und nach dem Probearbeiten hat sie noch einen Vorstellungsgespräch. Okay, super. Wo Probearbeiten, wenn ich fragen darf? Darfst du, Löwenzahn. Der Biomarkt in Mülheim. An der B3. Genau, direkt neben Kaisers Bäckerei und dem Kreuz. Nee, Post, alte Post. Mhm, ja. Und dann geht's rüber zum Edeka-Forschungsgespräch. Probearbeiten an der Kasse dann? Oder nee, ja, das geplant ist... in Personalverantwortung. Nein. Kasse und Trockenfood-Bereich. Okay. Das ist die Stelle, die er sucht. Und ein sicheres freies Wochenende. Und je nachdem auch ein zweites. Okay. Hier bei uns um die Ecke bei dem Edeka, der hat ja noch, ist ja noch ein bisschen, ich will nicht sagen steinzeitmäßig, aber noch in einem Arbeitszeitmodell, was nicht mehr zeitkonform ist. Der hat die 6-Tage-Woche,
aber er arbeitet, lässt auch nur 6 Stunden am Tag arbeiten. Ja, klar. Was natürlich recht vorteilhaft ist, aber du hast halt einfach kein freies Wochenende. Aber um auf deine Stunden zu kommen, musst du halt dann wirklich 6 Tage die Woche arbeiten. Richtig, das ist halt sehr kontraproduktiv, weil ich mir jetzt gerade jedes Wochenende freigeschaufelt habe. Und dann sollte sie nicht auch noch jedes Wochenende arbeiten müssen. Weil das ist tatsächlich echt das Schöne daran, dass ich jetzt einfach jedes Wochenende frei habe. Und jeden Feiertag, den es in der Schweiz gibt, nicht in Deutschland. Genau, das ist das Problem. Aber meine Güte. Spielst du das auch, weil du hast mir da letztes Screenshot zugeschickt? Ich spiele es nicht, ich habe nur den Screenshot gesehen. Ah, okay. Ich spiele es nicht. Ich habe tatsächlich auf meinem Telefon ein einziges Spiel. ich habe mehrere, aber die sind alle nur so rudimentär gespeichert. Ich spiele momentan tatsächlich nur, was fällt mir der Name? Ich muss kurz mal rübergehen, gucken. Ja, auf jeden Fall ist es so, ich muss die Menschheit auslöschen. Ich kann mir aussuchen, ob ich ein Bakterium, Virus oder so bin. Das ist echt schön. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Vom Pandemic Games. Hatte ich auch mal und macht auch wirklich Spaß. Ja, Black Ink. Black Ink? Mhm. Black. Nein, ich hatte was anderes. Okay. Ja, mal okay. Gucken. Der ja, Mike empfiehlt mir immer. Gelegentlich mal Spielchen, ja. So ein Spielchen? Da oben. Ah, also da. Ja, okay. Das doch, ist super. Doch, das hatte ich auch. Das ist super. Also, es macht Spaß. Mittlerweile musst du halt noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da ein bisschen was zu schaffen. Ja. Aber macht Spaß. Kannst du die Menschheit auslöschen? Und je nachdem. Ja, ich nenne meine Krankheit immer Liebe. Ja? Ja, ich bin da klassisch PX221. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie. Und es gibt jetzt ein Update im Szenario-Modus und zwar das Brettspiel. Ja, da haben sie das komplette Update, komplette Fenster von denen geändert. Und du hast dann so 4 Phasen: Planung, Kundenabfrage, wie kommst du bei den Kunden an? Dann in die Produktion, wo lässt du produzieren? Lässt du teuer in Deutschland produzieren oder lässt du billig in Asien produzieren? Die Krankheit. Nein, nicht die Krankheit. Die Krankheit wäre das Brettspiel. Ach so. Ah, jetzt. Okay, ja. Du musst dann ja entscheiden, wie viele Spieler, was für ein Genre nimmst du. Mhm. Da musst du gucken, natürlich. Je mehr, wird es komplizierter, das Spiel? Sinkt der Hype? Wird der Hype größer? Ist es nicht so kompliziert? Ja, okay. Und dann gehst du in die Planung, wo promotest du das Spiel? Eben, wo lässt du produzieren? Lässt du in Osteuropa und China produzieren? Dann ist das Spiel günstiger, aber höhere Fehlerquellen. Ah, das ist ja heftig. Und dann musst du gucken, dann gehst du in den Punkt, wo du es verkaufst. Ja? So, und dann musst du gucken, wo verkaufst du das Spiel? Also, wo bietest du es an? Lokal, eBay, Amazon. Oh mein Gott. Das ist schon geil. Fortschritt. Ja, das ist dann so. Ja, ja. Die Schattenpest, Vampire, Nick. Das ist Zombies. Mhm. Musst du aber, das sind dann so Sachen, die du bezahlen musst. Du kannst es dann kostenlos mal spielen. Ich glaube, den Vampir, den habe ich einmal so kostenlos gespielt. Und das ist ganz cool. Du hast aber dein zeitliches Limit bei dem Ding, weil für dein Brettspiel gibt es Investoren und die wollen halt so schnell wie möglich Geld zurück. Du hast dann ab einem gewissen Punkt nur noch 1,5 Jahre Zeit. Okay, was ist das? Ah, da ist das Szenario dabei, Szenario. Brettspiel. Rinderwahn. Nee, hast du noch gar nicht mit drin, oder was? Was ist denn da los bei dir? Bei mir ist es automatisch mit drin. Nicht schlimm. Gespiegelte Erde. Aber das sind dann Sachen, die du... Ja, ich nehme an, du kannst das... Freischalten. Muss halt Geld investieren. Die Szenarien freischalten. Alle Szenarien freischalten. Wo 13 Euro kriegst du halt alles. Ja. Ja. Ist halt... Flugclub? Ist egal. Das sind... Auch du kannst dich dann darüber informieren, wie die Krankheit aussieht und so. Da ist dann Weihnachten. Das ist klasse. Also es macht schon Spaß. Also das Spiel macht Spaß, das stimmt. Ja. Und es ist halt jetzt... Oh nein, ich muss alles wieder neu machen. Ja, natürlich. Natürlich. Du kannst ja alles freikaufen. Jetzt wieder herrschen unten übrigens. Ich habe, glaube ich, nichts so gekauft. Ich habe alles freigespielt. Dann hast du halt ein Problem. Naja.
Und bei Apple-Produkten, da kostet das Spiel halt direkt was. Dann hast du schon ein paar Sachen freigeschaltet. Ja, deswegen habe ich, glaube ich, mir auch das Brettspiel mit dabei. Das gibt's. Das kann sein, ja. Aber es macht Spaß. Ich fange mal in England an, weil da viel, viel Traffic ist. Ich fange meistens in Indien an. Ja? Mhm. Große Bevölkerung? Die Bevölkerung ist groß. Du hast auf jeden Fall schon das heiße Klima mit drin. Mhm. Du musst nur auf kalt bauen. Und in England jetzt zum Beispiel ist es halt blöd, weil du hast nur gemäßigt. Du musst noch auf kalt und auf heiß bauen. Mhm. Aber du bist halt gleich schon in einem Hochtechnologieland. Mhm. Das macht es dann besser. Aber warum kann ich jetzt die gewählte Krankheit nicht verwenden? Hm. Kostenlos testen, okay. Hä? Ich bin verwirrt. Ich auch. Spielen? Restore Process. Hm, mal gucken. Oh, Timmy. Ich kann nicht spielen. Ich will aber spielen. Muss man noch Abendessen machen? Ich habe die Kinder noch versorgt und bin dann aus dem Haus gerannt. So ungefähr. Nein, das will ich natürlich niemals machen. Wie geht's dem Kleinen? Er röchelt wieder. Er klingt wie Darth Vader? Super. So ungefähr, ja. So ungefähr. Besuche der... Der Kleine von also der Neffe von Sina, der ist gerade die Treppe runtergepolzelt. Hat er sich arg wehgetan? Mhm. Also wir haben rumgealbert, ich lag noch auf dem Boden, er ist um die Ecke gebogen und dem Mund kam Mama und Sina gerade die Treppe runter und dann ist er einfach die Treppe runtergefallen. Ich bin dann auch hinterher. Nichts, er ist wirklich tatsächlich, er hat einen Purzelbaum gemacht. Jetzt geht's. Er hat einen Purzelbaum gemacht. Mhm. Er war mega am Wein, aber nichts, er war ansprechbar, hat sich nichts gebrochen, kann gar nichts. Ja, war gut. Lieb's. Liebe. Hast du noch nichts? Hast du noch nichts freischalten in den DNA-Dingern? Noch nichts, sind alle farblich hinter eher abgehoben, wenn du sie freigeschaltet hast. Ich weiß, aber ich dachte eigentlich, weil hier steht, 2% der Gene habe ich schon. Ja, wahrscheinlich einfach nur, weil du schon das Ding. Alle Gene. Ja, du kannst jetzt ordentlich Geld reinschmeißen. Wir haben uns übrigens Nintendos gekauft. Meine Frau und ich. Und wir spielen jetzt regelmäßig regelmäßig abends Tetris gegeneinander. Und in der Woche, wo ich Urlaub hatte, ist es tatsächlich so gelaufen, dass wir fast jeden Abend bis um 12, 1 Tetris gegeneinander gespielt haben und völlig die Zeit vergessen haben. Ja, also ich muss dazu geben, das machen meine Frau und ich auch. Also nicht... Ich spiele Rommi. Also, ja, das auch. Auf dem Sonnendeck. Nein. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Richtig. Bin ich. Peter Licht. Nein. Doch. Und aber wenn halt das Sonnendeck nicht so genutzt wird, dann sitzt sie auf der Couch. Sie spielt am Handy Sudoku oder ähnliches und ich habe mein Rollenspiel, was ich dann spiele. Das ist Peter Licht. Es ist Peter Licht. Es ist Peter Licht? Das Ende vom Kapitalismus. Ein sehr schönes Album. Sagt mir nichts. Ja, du hörst halt zu wenig Musik. Das ist halt ich höre überhaupt keine Musik. Ich höre Podcast. Ende. Ich finde die Animation sehr schön. Ja, ich auch. Also ich höre noch Musik. Und ich finde immer wieder, ja. Musik. Ja. Immer noch genug schöne Künstler. Das, ja. Also nicht Roland Kaiser oder Helene Fischer, aber... Du meinst die Sachen, die deine Frau hört? Ja. Gesagt, ist halt, ja. Aber dafür gehen wir dann im August, im Oktober zu Philipp Poisel. Ja, ich weiß. Er ist auf dem Label von Herbert Grönemeyer. Ah, okay. Den kenne ich noch. Ja. Der Mensch bleibt Mensch. War eine schlechte Interpretation, aber. Ja. So. Tim hat schon 40 Infizierte, noch keine Toten, aber schon 15 DNA-Punkte, die er mal investieren sollte. 16. Ich mache das eigentlich immer so: ich infiziere zuerst die ganze Welt und dann werden halt die tödlichen Sachen so leicht hochgefahren und dann klar.
Ja, aber dann steigt ja dann sukzessive noch die DNA, die DNS-Punkte. Ich hau meistens da ordentlich rein, schon mal alles. Dann habe ich die Mutation. Ja, aber die Mutation ist natürlich gefährlich jetzt beim, beim Beginn, weil sie natürlich rational natürlich viele Leute sterben lassen könnte, wenn sie zu schnell entwickelt. Genau. Aber du hast ja den Punkt, gerade am Anfang entwickelt die Krankheit sich dann alles das, was du zum Infizieren halt auch brauchst. Ja, also das Niesen und Kotzen und so. Was sich immer dann ab einem gewissen Punkt empfiehlt, ist so der Paranoia da unten. Ja, da damit die Ärzte nicht mehr arbeiten können. Ja. Macht schon Sinn, ja. Also von daher, ist schon ein klassisches Spiel, macht Spaß. Also es ist echt lustig, ein sehr schöner Zeitvertreib. Mhm. Ich mache immer Luft und so die Wasserverbreitung. Dann hast du die Flugzeuge und Schiffe. Genau. Was ich eigentlich mal noch in dem halben Jahr, wo wir jetzt ja gar nichts gemacht haben, immer mal noch sagen wollte, ich habe eigentlich einen Hörspieltipp noch. Ein Hörspieltipp? Ja, das ist so eine, das wäre das Richtige für Nico, weil der Nico steht ja auch auf 3 Fragezeichen. Richtig, ja. Und die Ferienbande. Die Ferienbande, das klingt schon so, als würde man sich nur im, ich bin in China. Ja, so ähnlich. Also die Ferienbande macht alles das, was TKKG und die 5 Freunde und die 3 Fragezeichen, die 3 Fragezeichen-Kids, machen sie genau so. Okay, super. Aber alles so ein bisschen mit realitätsbezogen und alles was? So sehr... Ja, und alles sehr... ich bin in Australien, ja. Sehr, wie kann man das sagen? Sehr mit einem zwinkernden Auge und sehr anrüchig. Also es gibt dann den Ball, da ist ein Tony und der heißt nicht Paul, sondern Ball mit B. Ball. Ja. Und die Bobsy? Oh Gott. Ja, die ist so eine, also sie ist eine, man weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber ich würde sagen so kurz vor der 18. Aber sie hat eigentlich, es gibt keine Folge, wo sie nicht mindestens mit 10 Männern Geschlechtsverkehr hat. Nett. Ja. Nett. Ja, der Chef, der Boris, glaube ich, hieß der, ich weiß gar nicht, wer es gerade nicht so genau. Boris, ist das der Bruder von Bibi Blocksberg? Ja, fast. Der kommt übrigens in der einen Folge auch drin vor. Der Bruder von Bibi Blocksberg. Der ist Tierpfleger in einem Zoo und beschwert sich darüber, dass seine Eltern ihn einfach abgeschoben haben. der hat sich halt in die verliebt, aber mit ihm schläft sie halt nicht, immer nur mit allen anderen. Also von daher. Indien arbeitet an Heilmitteln. Also es gibt da viel geile Verschnittsachen, wo es echt Spaß macht. Es gibt auch eine Folge. Die Ferienbande. Ja, die Ferienbande. Da zeigen sie gerade so Insta-Videos von Fußballprofis. Olaf und Ufus Gon. Oh je. Und wirklich witzig ist, es gibt eine Folge, da sind Spieler auf Einhörnern im Wasser. Was? Oh Gott. Erster Todesfall? Halt, stopp. Stopp, hier soll niemand sterben. Da gibt es halt einen Verschnitt zu einer 3-Fragezeichen-Folge, wo die in der Geisterstadt sind und auf einmal alles anfängt loszulaufen. Und es kommt raus, dass es die Ferienbande war, die die Zeit gereizt ist und aus Versehen was einen falschen Knopf gedrückt hat. Nein. Total super gemacht. Also klassisch immer ein Hund getötet. Also warum? Ja, weil es halt so ist. Ist der Hund von Babsi. Der wird immer getötet. Aber wieso? Ja, weil muss ja immer jemand sterben. Okay. Also gibt nur 8, 9 Folgen. Oh. Aber, nee. Die 9. Folge ist jetzt die Ferienbande bricht in See. Bricht in See. Ist eine 2,5 Stunden Folge. Super. Ist super. Es macht mega viel Spaß, die zu haben, weil es so trifft genau einen richtigen schönen Humor, den ich habe. Ja. Du bist auch speziell. Ja, pf, klar. Aber ich habe mir die Pfoten verbrannt, weil ich den nicht runterschmeißen wollte, weil ich nicht wollte, dass hier irgendwo in der Gegend was anfängt zu brennen. Ja. Oh, guck mal, das ist ein Vogel, den hat der Piquet gerade aufgehoben. Oh, süß. Ja. So, Infektion beim Küssen, das ist auch immer schön. Ja, bei Liebe passt es. Ja. Kann tödlich sein? Nein. Kann tödlich enden? Nein. Ja, wir sind schon bei 1 Stunde. Erbrechen ist schön. Los, Tim, lass uns brechen. Ja, Tim, du musst jetzt mal kurz, weil ich muss pipi. Okay, halt das heißt, ich muss Pause machen, ich darf nicht spielen. Du kannst so weiterquatschen. Quatsch mal einfach. Erklär doch, was du machst, oder?
Was sagt das hier auf meinem Sideboard Bob Rossi ist mit dem Waschbären oder keine Ahnung? Das ist Bob. Das ist Stefan Kunz. Warum tust du das? Oh Mann. Ich kann das überhaupt nicht so ganz alleine reden. Darum ist mein privater Podcast, der Steuercast, auch noch irgendwie überhaupt nicht angelaufen. Sein Konzept war es ursprünglich, dass ich die Steuererklärungsvordrucke meinen Hörern näher bringen will. Ich habe aber dann gemerkt, dass es absolut unproduktiv ist, ständig nur die einzelnen Zeilen vorzulesen. Und darum, Entschuldigung, nur kurz was trinken. Und darum habe ich das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich mir über das Konzept nochmal klar werden möchte. Und ich hoffe, der Mike, der rettet mich jetzt aus Nam der... Nori, sage ich nur. Nam Nori. Was ist das? Nam Nori? Nein. Kennst du nicht? Ich war Sushi essen. Geil. In Köln. Ist fast wie Nam Nori, weil, guck mal, Nam Nori. Ah, du hast im Spiegel den Namen auf deinem Shirt gelesen. Ja. Ist das clever. Ja, ja. Iron Man rückwärts, Nam Nori. Du warst Sushi essen in Köln. Köln. Genau. Ist klasse, aber... Aber? Wärst du mal ein Stück weiter runtergefahren nach Düsseldorf, da ist Sushi ein Ticken besser. Aus einem einfachen Grund, weil in Düsseldorf tatsächlich eine relativ große japanische Community lebt, die so Sushi klassisch machen. Okay. Gibt es in Freiburg auch einen einzigen. Ich habe es bis zum heutigen Tag noch nicht geschafft, dahin zu gehen. Weil das, was hier als sonst als Sushi bekannt ist, klar ist Sushi, aber nicht so wie es normalerweise. Also da gibt es so klare Regeln eigentlich. Also so zum Beispiel, dass der Reis nicht die Sojasauce berühren darf und solche Sachen. Der Reis darf die Sojasauce nicht berühren? Ja, weil da die Sojasauce die Klebeverbindung vom Reis auflöst. Okay, es wird klassisch immer nur, das, wenn du jetzt klassisch eigentlich nur Nigiri sind ja die richtigen Sushis. Man darf nur der Fisch die Sojasauce berühren. Okay. Oder dieses komische, dass du den Wasabi in die Sojasauce reinrührst. Machen ja einige. Ist auch verpönt. Da ich schon kein so Wasabi dazu esse und ich es auf gar keinen Fall in meine Soße rühren werde. Oder Sushi mit Fingern essen. Die Hölle. Da kommt man sofort in die Hölle. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Ich muss noch mal ganz kurz nach oben. Werde mal kurz was runterrollen. Der Mike lässt mich schon wieder alleine. Ja, aber ist halt das Marco, wenn man nicht im Podcast-Zimmer ist. Ja, das stimmt. Manchmal muss man dann halt ein bisschen hochlaufen. So wie gesagt, das Podcast-Projekt schlägt ein wenig ein. Ich muss mal irgendwann so mal wieder dran setzen, dass ich wieder was aufnehme für meinen Steuercast. Ja, ich warte darauf, dass es irgendwann kommt. Also, Gott hab ihn selig. Der Anthony Bourdain, Starkoch aus Amerika, ist jetzt letzten Monat verstorben. Er hat einen Comic gemacht, nennt sich Schnappgiro. Mhm. Da geht's um Sushi. Da geht's um Sushi, okay. Ja. Oh, super. Spielt in einer apokalyptischen Welt, wo es nur noch darum geht, das Superfood zu finden und den Superesser. Es gibt dann so eine Fraktion von Sterneköchen, die leben im Stadtinneren. Das teilt sich in zwei auf, die Vegetarier und Vegan und die nur ökologisch essen wollen und dann die Sterne und die würden die töten für das neue Superessen. Und in dem Falle, hier siehst du es, ja, die ganzen, dann eben Wasabi. Diese Monster. Wasabi, ja, und das ist der Giro. Mhm. Und dann dreht er durch und dann wird halt auch mal jemand geköpft. Oh Gott. Ja, dann siehst du da so, wie es aussieht. Ja, ja. Und die Polizei ist da ganz entspannt. Er wird nicht verhaftet oder so. Weil sie ja was Falsches gemacht haben. Weil, genau. Das ist für die völlig okay. Aber er ist glücklich, als er gestorben ist, weil das Sushi halt mega lecker war. Super Comic. Ole Plugstedt im Vorspann mit drin. Jetzt wollte ich mal ganz kurz was gucken. Und zwar gibt es
ein super Essen. Also das ist ganz, ganz bekannt. Das essen die da so Küken. Küken? Ja, das muss man aber so machen, die schlüpfen und die muss man gleich essen. Guck, in dem Fall. Und ja. Ich weiß nur leider, müsste ich es jetzt kurz nachlesen. Ich dachte, das muss man, und warum schneidet er ihm dann doch den Kopf ab? Ja, weil die wollen ihn in das System zu ihnen holen, weil er hat ein super Essen. Mhm. Aber er hat darauf keinen Bock und spielt einfach alle gegeneinander aus der Giro. Ach so. So, ich muss kurz mal gucken. Ortolan, genau. Ortolan ist eine besondere Vogelart, mhm, und die isst man roh. Da die Vögel werden aber unter sehr unmenschlichen Bedingungen gehalten. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, so wie die Stopfleber bei Gänsen. Mhm. Boah. Ja, also von daher passt es. Hast jetzt die Welt mittlerweile infiziert? Ich habe die Welt infiziert, aber ich werde wahrscheinlich verlieren, ja, weil Fieber... Oh ja, ein deutlicher Anstieg an Mutation. Das freut mich doch immer. Wie weit ist die Heilung? 60%. Ja, aber die Toten sterben, also die Lebenden sterben nicht so schnell. Ja. Fieber ist jetzt noch so mutiert, das ist sehr gut. Ja, aber jetzt guck mal, explodiert. Wenn du auf Krankheiten gehst, siehst du, wie viel täglich sterben. Und da in dem Bereich. 6 Millionen. Ja. Aber jetzt wartest du mal noch 2, 3, 4 Minuten oder ein paar Sekunden und guckst nochmal. Da müsste jetzt ein zweistelliger Betrag stehen. Liebe Mutationsmuster aus, ne? Immer noch 6,7 Millionen. Ich muss ja nur alle Forscher töten. Ja, aber das kannst du leider nicht einstellen. Ja. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Oh, der Lispel Kevin. Ah. Der Lispel Kevin. Ah, der Kurani. Ich weiß nicht, warum der Fernsehmoderator sein darf oder Experte. Also hätten sie auch jemand anders nehmen können. Aber er ist halt der Mann, der in Brasilien und Panama gelebt hat, der in Russland gespielt hat. Ja, passt. Hm? Mein lieber Tim? Geh mal Richtung Feierabend. Ja? Wir können, du willst mich nur vom Spielen abhalten, gibst du? Nee, ich will nicht dich vom Spielen abhalten, ich will mir was zum Essen machen, weil ich will nicht erst um 10 essen. Was? Ich habe auch noch nichts gegessen. Ich kann dir nicht so viel an... Ui, René Higuita. Oh Gott. Das ist doch der Torwart? Ja, der Torwart von Kolumbien. Mhm, der mit dem Scorpion Kick. Genau. Wo ich ja mal gedacht habe, dass der erschossen wurde. Aber das war der Verteidiger, den sie erschossen haben. Nein, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich auf... Am Ende sind es halt nur 700 Millionen Tote. Richtig. Knapp 800, bis jetzt die Krankheit... Schweden beginnt der Zerfall. Ja. Reicht nicht aus. Nee, nee, jetzt... Liebe wird sterben. Liebe wird sterben. Ja. Aber du wirst 800 Millionen Leute mitgenommen haben etwa. Nee. Nee, nur 770. Aber Tim, weißt du, 770 Millionen ist doch okay. Liebe wird ausgerottet, ist das nicht so? Das ist eine Meldung, die man braucht. Richtig. Aber die Liebe wird am Ende siegen. Ah, ich weiß. Ja. Gut. Noch ein bisschen Blödsinn zum Schluss geredet. Ja, also wie immer halt, passt ja. Ich muss mal gucken, ob meine Frau mittlerweile mal geschrieben hat. Ich warte ja immer darauf, dass sie mich dann noch anruft, wenn der Roland Kaiser bestimmte Lieder spielt. Ah. Wie den Schnitzelwagen Santa Maria. Santa Maria. Der Schnitzelwagen Santa Maria. Oder dass als Überraschungsgast Maite Kelly kommt und dann das Lied, warum hast du nicht Nein gesagt? Oh Gott. Und ich muss noch gießen. Gießen? Ja, ich habe ja... Dein Hauskürbis. Nein, nicht nur mein Kürbis, ich habe ja auch Tomate und auch Gurke. Du hast Deutschland-Deko, sehe ich gerade. Ja, das hat meine Frau gemacht. Und Paprika, aber die Paprika krepelt ein bisschen vor sich hin. Der Bonsai, der hier eine Zeit lang stand, der ist ja hier drin fast eingegangen, aber auf dem Balkon explodiert er. Es wächst noch Pusteblume und Gras drin, ich weiß nicht woher, aber passiert halt einfach. Aber der Balkon ist echt gut. Was klasse ist, die Fuchse, die da hinten steht. Der große grüne Baum. Nee. Wenn du auf dem Balkon stehst und links guckst, hinten dran ist etwa fast auf der gleichen Höhe eine Distel. Die ist aus dem gleichen Topf gewachsen. Okay. Ich weiß nicht warum. Ja, also Disteln können extrem hoch werden. Ja, ja. Ja klar, die müssen sich ja ein bisschen durchsetzen. Ja,
Ja, jetzt gucken wir mal. Wir haben die Tomate vorhin ausgeschnitten. Wir hoffen ja, dass wir noch vor der Hochzeit Tomaten essen können. Eigene Ernte. Die Gurke, die ich letzte Woche geerntet habe, die war mega lecker. Also ich habe für mich... Das ist ja meistens so bei eigenem Gemüse, dass man die Lieben, die man da reingesteckt hat, dann ja, selber schmeckt. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja sonst kein großer Bauer und so, aber das macht echt Spaß. Mhm. Angefangen, ich möchte darauf hinweisen, ich bin bei Instagram Mike, Celtic Mike oder Mike Old. Könnt ihr mal gucken, da habe ich es gepostet, wie es aussieht. Und es hat angefangen in so einem kleinen 10x10 cm großen Pappkarton, jeweils einzelne. Oh. Und wenn du jetzt rausguckst und siehst, wie die Dinger aussehen, ja, dann ist es sehr bemerkenswert. Ja, genau, Mike Olk von 1985. Bist du jetzt wieder bei Instagram? Ich bin jetzt wieder bei Instagram, ja. Guck mal, da ist die Gurke. Die Gurke! Ja. Europapark? Ja, Europapark. Da waren wir, als ich in der Woche frei hatte. Dickmanns. Hey. Dicke Eier. Ein Gesundheitslauf. Aber ich habe noch nichts gepostet. Nee, ist ja nicht so schlimm. Ist noch leer. Ja, aber bitte fang nicht wieder an, irgendwelche Bahnhofsbilder zu machen. Nicht mehr als sonst. Nee, noch mehr geht ja fast nicht mehr. Außer du gehst in der Mittagspause noch zum Bahnhof. Das könnte ich sogar. Ja, natürlich. Ja. Da waren deine ich fotografiere aus meinem Arbeitszimmer Fotos noch besser als jeden Morgen. Tim hat ein neues Bild gesendet und du wusstest, okay, Bahnhof. Ich fand es nicht so schlecht. Aber die Gurke sieht echt gut aus. Ja, die war auch echt lecker. Die ist so größer geworden. Jetzt habe ich ja eben jetzt hier so... Ich möchte mir jetzt lieber die Bilder hier angucken, anstatt ins Real Life auf deinen Balkon zu gucken. Ja, weil das eigentlich wäre Real Life besser, weil da sind die Kürbisse noch nicht so groß. Hast du denn auch heute den Bauernmarkt besucht? Ja, aber natürlich. Der war in... Ich habe den Flohmarkt und den Bauernmarkt besucht. Oh. Wir haben auch, weil ja verkaufsoffener Sonntag war, waren wir auch im Fahrradladen des Ortes hier. Aber der hat kein passendes Fahrrad für mich. Also nicht in der Preiskategorie, wie ich es mir vorstelle. Aber wir waren auch beim Autohaus unseres Vertrauens. Und er hat uns erkannt, hat uns begrüßt und gesagt, sollen wir gleich das Nummernschild auf dem Hof abschrauben und an das Auto hier ranschrauben? Ja, die bessere Hälfte und ich haben uns ganz klar gesagt, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns ein neues Auto kaufen werden. Aber jetzt nicht so hoppla hopp, sondern tatsächlich mit ein bisschen Vorlauf. Und ja, Handspiel. Leicht. Ja. Wobei man immer auch ganz klar sagen muss, ob es ein absichtliches Handspiel ist oder ob es einfach, weißt du, wenn ich nach oben steige, dann muss ich mit dem Arm erstmal ein bisschen, weißt du, und. Ja, das kenne ich, ja. Das habe ich heute schon gelesen. Der Bruder von Toni Groß hat auch was Schönes geschrieben. Dass er seinem Bruder einen schönen, klasse Abend hatte, eins vorbereitet. Ja, mit einem zwinkernden Auge. Ja. Ich mag Felix Groß. Der wechselt euch jetzt zu? Nein, der spielt bei Union Berlin. Okay. Und da bleibt er wohl auch noch. Ja, ich glaube, da fühlt er sich wohl. Oh. Da war es der Bruder so von Götze, der jetzt von Bayern wegwechselt. Na, Augsburg. Mhm. Felix. Heißt auch Felix. Eben deswegen war ich verwirrt. Sonst wechseln ja solche Spieler ganz klassisch gerne nach Unterhaching, weil da spielt auch der Bruder von Hummels. Ja, stimmt. Und der Felix Götze hat da auch gespielt. In Unterhaching. Und ich glaube, der Ribéry-Bruder hat, glaube ich, auch da mal ein halbes Jahr gespielt. Ich weiß gerade nicht genau. Der hat auch einen Bruder, der spielt bei Bayern. Oh Gott. Einmal kurz gehen. Das ist ja schon fast wieder Schlafenszeit. Naja. Ne, für dich nicht, so für mich eher. Nee, jetzt mittlerweile nicht mehr. Wo der Wecker nicht um 3:30 klingelt, ist es schon geil. Ich kann jetzt bis kurz vor 5 pennen. Also so wie ich. Um 4:45 geht's aufs Fahrrad, 5:30 am Bahnhof, dann kurz in den Zeitungsladen, rüber ins Gleis, ab in den Zug und dann super. Dann brauchst du ja, hast du jetzt eine Lörracher Karte mit Übergangskarte? Noch nicht. Ich habe noch meine normale Regio-Karte für den Freiburger Verbund und diese RVL 9 Zonenkarte. Okay. Aber ich glaube, die Übergangskarte reicht eben auch bis Mülheim. Nee. Also es gibt eine spezielle Karte, die da habe ich dann Heitersheim bis Augen für 22 Euro plus die,
plus die 60, 70 Euro Karte vom RVL. Die ist halt extrem teuer, ne? Ja, ja gut, aber dafür fahre ich halt bis nach Basel rein, ne? RVL. Übergangs. Tim tippt was ins Internet ein. Genau. Übergangskarte. Ich hatte mich da nämlich auch schon mal informiert. Wieso, wolltest du beim Finanzamt in Basel anfangen? Nein, aber man schaut ja, wo man preislich was sparen kann. Mhm. Und ob ich jetzt dann... Dann schau mal, wie du die Miete von deinem Haus preislich attraktiver machen kannst, damit wir vielleicht doch einziehen. Aha. Ja, mal gucken. Also ich bin ehrlich, ich glaube, wenn die Miete ein bisschen günstiger wäre, also ein bisschen tatsächlich ein bisschen mehr günstiger wäre, dann könnte man da mit Sicherheit drüber reden. Aber ich bin auch ehrlich, ihr würdet die wahrscheinlich auch dann trotzdem wegbekommen. Wir sind uns da sogar recht sicher, dass wir das für die Miete wegkriegen. Aber ich muss jetzt mal gucken, was das an Kapitaldiensten kostet, plus eine kleine Rücklage, und dann kann man da ja drüber reden. Wir sind sagen wir mal so, also die Kaltmiete, die ihr jetzt gerade aufruft, ist fast doppelt so hoch, wie was wir hier warm bezahlen. Also das ist dann trotzdem, dass ich in der Schweiz arbeite, schon auch eine Summe, die wir uns so nicht so einfach leisten können. Zumal meine Frau ja damit liebäugelt, dass sie ja die nächsten anderthalb Jahre zwar schon irgendwie ein bisschen arbeitet, aber dann auch schwanger wird und dementsprechend dann noch ein bisschen weniger Geld reinkommt. Und wenn ein bisschen die Miete dann natürlich dann sich fast verdoppelt. Ja. Weißt du, und jetzt warten wir mal ab, was die Steuervorauszahlung sagt. Kalkulatorisch bin wir übrigens unter dem, was du vorher gesagt hast. Okay, ja. Also ich habe mit dem einen Banker gesprochen, der hat mir, wir sind dann... Ja, schon. Also so, wenn du die 9er-Karte nimmst und die Übergangszonenkarte RVF, dann kannst du bis Mülheim fahren. Hm? Das ist ja diese Übergangskarte. Genau, so für 22 Euro. Sie geht bis Heidersheim. Bis Grenze Heidersheim, hat sie mir gesagt. Genau, ja. Ja, weiß ich. Und dann kann ich von zu Hause, muss ich, die kostet eben 22 Euro extra. Und gemessen an der Regokarte, die ja 50 oder 52, 53 Euro kostet, ist es einfach mal die Hälfte. Richtig. Ja. Und von daher ist... Ich hatte mir das eben überlegt, weil als ich noch in Mülheim war zum Arbeiten, hätte mir ja die Einzonenkarte für plus die Anschlusskarte, ja. Plus die Anschlusskarte. Und ich habe es halt immer andersrum gemacht. Ja. Und ich brauche halt, ich habe jetzt, weil für mich macht es dann keinen Unterschied, ob ich die 3-Zonen-Karte nehme oder die 9-Zonen-Karte nehme. Ja, stimmt. Das ist dann am Ende kein Unterschied mehr. Ich könnte jetzt noch gucken, ein Jobticket, aber da habe ich das Problem mit dem, wie mein Arbeitgeber sich da verhält. Jobticket ist nochmal ein paar Euro günstiger, weil der Arbeitgeber... Ich weiß, das habe ich ja auch. Ja. Taucht sie bei dir auf der Lohnabrechnung auf? Ja. Siehst du? Ich will mir da alle Optionen offen halten mit dem Finanzamt. Das ist halt nur, ich muss jetzt den Zuschuss, den mir mein Arbeitgeber so gewährt, den muss ich halt angeben, als das Geld habe ich halt nicht bezahlt. Mhm, deswegen. Und da auch. Wir müssen sowieso mit meinem Freund, ich wollte uns noch mal kurz mit dir zusammensetzen, dann wegen dem einen oder anderen Finanzberatung, bitte, steuerliche Beratung in Anführungszeichen, dass wir einfach, nicht, dass du uns da sagst, wie wir das machen, sondern einfach bei ein, zwei Fragen, wie ist es mit dem Kinderfreibetrag, wie kann man den ansetzen und ab wann macht es Sinn und solche Sachen. Weil sie schon schwanger ist. Nein. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass sie nicht schwanger ist. Anfang der Woche festgestellt, dass sie nicht schwanger ist. Ah. Es war der Verdacht in der letzten Woche da, aber es ist nicht der Fall. Also, du musst es mir nicht jetzt erklären, weil das Problem wird sein, sie will es explizit von dir nochmal hören. Also du musst es in dem Fall jetzt zweimal erklären müssen. Also, das ist ja nicht schlimm, ich mache es ja Spaß. Also aber Service für den Hörer, für die 5. Ja, du sparst ja damit den Steuerpodcast. Ja, stimmt. Siehst du? Nein. Den gibt's doch eh nicht, Tim. Doch, der hat schon 2 Folgen. Der hat schon 2 Folgen? Wann hast du die denn gemacht? Anfang des Jahres. Also nicht gepodcastet. Hast du die auch veröffentlicht? Ja. Ist ja ich, über unseren Tweet? Nein. Nein. Über meinen eigenen. Okay. Hast du nichts von erzählt, du Arsch? Ja, es ist auch nicht zum Hören. Also es ist... Ist zum Anschauen oder was? Das ist grausam.
Also ich finde es selber grausam und darum habe ich jetzt gedacht, nach 2 Folgen, oh, das Konzept war scheiße, jetzt muss ich da noch ein bisschen was dran feilen und machst das alles als PDF und Handout. Ne? So ungefähr, nee. Ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen. Ruf doch mal Peter Zwegert an, vielleicht kann er dir helfen. Was soll ich mit dem Schuldnerberater? Als Finanzberater, da kann er vielleicht ein paar Tipps geben. Mhm. Der strukturiert doch gerne alles um. Aber kannst du auch lassen? Klar, geht immer. Wir haben jetzt nächste Woche noch einen Termin bei der BHW, weil sich die Filiale in Mülheim ja aufgelöst hat. Und wir jetzt in Weil halt sind und die Marion halt noch nicht kennen. Und sie hat gesagt, ja, Beratungsgespräch und prüfen, ob Riester und so weiter. Ich so, ja, wir kommen gerne. Aber ja, wir müssen auch unseren Versicherungsberater mal vorbei. Ein paar Sachen, so altersvorsorgetechnisch. Das mit den Kindern würde ich jetzt gar nicht auf eine Lohnsteuerkarte eintragen. Weil es bringt auf eine Lohnsteuerkarte nur was, also bei dir sowieso nicht, ja, ja. Weil du Schweizer bist. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Oh, warte. Also ganz kurz nochmal kurz abschalten. Wir waren ja gestern hochgefahren zu Sinas Bruder, der wohnt in der Nähe von Stuttgart. Und wir sind am kurz angehalten. Ihr seid mit dem Zug gefahren? Nein, im Auto gefahren. Mit Schwiegereltern. Ah, okay. Ja. Und dann haben kurz in der Raststätte raus und haben kurz Pipi-Pause gemacht und sind auf Richtung Klo gelaufen, alle vier, die im Auto waren, und haben dann so ein bisschen rumgespaßelt über Schweizer. Und am Freitag, ja, heute Abend, die Nati spielt, um 8 Uhr. Und dann kommen uns aus dem Klo 2 Schweizer entgegen. Wir haben alle sehr gelacht. So ist es. Ja. Weil es wirklich bei der Lohnsteuer, also bei dem Abzug, der dann bei Sina wäre, halt nur auf den Soli und die Dings aus, die Kirchensteuer. Und das sind halt Beträge, die kann man so vernachlässigen und da gibt man es dann lieber in der Jahreserklärung an. Nein, die Frage wäre ja nur grundsätzlich, was macht man denn, Kindergeld oder Kinderfreibetrag? Da kannst du nicht wählen. Ja, ich weiß, das Finanzamt setzt dann irgendwann fest, was für die mehr Sinn macht. Aber nee, was für dich mehr Sinn macht. Ja, ne, meine ich ja. Ja. In dem Fall ja. Also so, die günstige Prüfung wird am Jahresende angemacht. Also mit Steuererklärung und nicht im Bereich der Vorauszahlung. Du musst halt entsprechend dann verdienen. Es geht halt rein um die Höhe des Verdienstes und dein Verdienst reicht noch nicht aus, um den Kinderfreibetrag zu kriegen. Okay. Es kommt darauf an, was sie hinzuverdient. Ja, ne, aber das wäre jetzt die Grundsatzfrage. Die Frage, wir werden ja gemeinsam veranlagt und in dem Falle auch gemeinsam wirtschaftlich als Einkunft dann. Ja, genau. Das heißt, Sina verdient 2.000, ich verdiene 17.000 Euro und dann hätten wir ja pseudomäßig diese Summe. Na, jetzt nur einfach gesagt. Ja. Und dann haben wir ja am Ende, keine Ahnung, wie hoch der Steuerfreibetrag für Kinder ist. Die kann ich ja dann als Geldwert. Ja, das geht halt ein bisschen anders. Sobald du in den Bereich kommst mit, der Freibetrag ist günstiger als das Kindergeld, dann wird der Freibetrag so von deinem zu versteuernden Einkommen abgezogen, aber das Kindergeld wird auf die Steuern, die du zu zahlen hast, so wieder draufgeschlagen. Okay. Weil du sonst hast du ja beides gekriegt. Nee, klar. Und wenn es halt soweit ist und ihr entsprechend dann verdient, dann macht das Finanzamt das ganz automatisch. Okay, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich erzähle es Ihnen auch gerne nochmal. Ja, deswegen, da gibt es dann noch ein paar andere Fragen. Lewandowski, Zielinski, Kovnacki, Franziski. Ja, James, ne? James und Lewandowski. Mhm. Oh, der Piszczek hat auch so schlecht gespielt. Czesny. Aber gut, noch ein paar steuerliche so Beratungen. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Fragen, was steuerlich. Wir müssen noch mal gucken, wegen einfach versicherungspunktmäßig, was macht Sinn, Arbeitsunfähigkeit. Also eine direkte Arbeitsunfähigkeit macht bei mir keinen Sinn, weil die ist nicht zahlbar. Also ich gehe da in einen Bereich von 200 bis 300 Euro. Pro Monat. Ja, und halt das ist Risikoberuf, ne? Ja. Und das macht einfach das Finanzamt. Aber ist die nicht in dem Schweizer Säulensystem eh mit drin? Schon ein Stück weit. Die ist nicht 100% abgedeckt. Okay. Ich bin zwar mit abgedeckt, aber nicht 100%ig.
Wir können ja darüber reden, was wir so haben. Ja, schauen wir mal. Nein, und da wollen wir eben mit dem Versicherungsmakler nochmal reden. Bei dir kommt es natürlich rein nur ums Finanzielle nochmal, steuerlich, was macht wann, ab wann Sinn. Ja, ja, klar. Und, ja. In Argentinien ist der Videoschiedsrichter. Und ein Italienischer. Und ein Bolivier. Und ein Spanier. Passt ja. So, jetzt zeig mal nachher hier. Jetzt haben wir die Polen gesehen, Kolumbien. Ospina. Haben wir Arsenal. Oder ist Barrios. Aber nicht der. Wilma. Wilma. Ich glaube, da könnte man nur noch tatsächlich noch den Falcao. Oh, nur mit einer Spitze und relativ defensiv eingestellt. James Rodriguez. Weil ich gerade gesagt habe, dass er nur einen kennt. Corrado, ja. Der hat, glaube ich, bei Mainz gespielt. Den Falco, den kennt man doch. Falcao heißt er übrigens, nicht Falco. Ist mir egal. Naja, gut. Meine lieben Damen und Herren, schön, dass ihr da wart. Wir versuchen das Ding jetzt tatsächlich wieder regelmäßiger zu machen. Vielleicht schaffen wir es. Also wir hatten uns mal vorgenommen, einmal im Monat. Je nachdem. Wir machen uns einfach einen Termin in 2 Wochen fest. Alter, da, das, ich kann... Achter. Nee, geht schon mal fast nicht, weil ich bin jetzt, dann kommt der Polterabend. Ja. Das Wochenende danach bin ich bei Sinas Bruder mit eingeplant. Mhm. Und das Wochenende danach auch Wochenende ist denn, ich bin jetzt jedes Samstag auf jeden Fall mal oben in der Nähe von Stuttgart. Ich weiß noch nicht genau, wann, wie und wo. Wir müssen es relativ spontan machen. Ja, so wie jetzt ja auch. Naja gut, das war ja jetzt schon am Anfang der Woche klar. So wird es dann auch, ich kann ja jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ich in 2 Wochen Zeit habe, weil ich es nicht absehen kann. Aber ich denke, am Anfang der Woche, wenn ich mit meiner Frau gesprochen habe, können wir das mit Sicherheit machen. Also den Samstag nach dem so dem Polterabend, da habe ich auch keine Zeit. Da ist irgendwas mit Grillwanderung. Grillwanderung. Ja, so mit der Kita halt. Mhm. Aber da der Sonntag, der wird halt noch frei. Dann, ja, ja. Die Woche darauf ist noch Samstag und Sonntag frei. Du musst es bei uns halt auch relativ früh anmelden. Ja, kein Thema. Das kriegen wir ja auch hin. Sonst wird das alles Hochzeit. Hey! Ja, ja, genau. Der kommt nämlich auch noch. Und da bin ich nämlich 2 Wochen lang gar nicht da. Ja, dann machen wir davor einen und danach rein. Also quasi am Donnerstagabend und dann Meine Frau wird mir das erzählen, dass ich Donnerstagabend, weißt du, bevor ich zum Genti seine Schwiegereltern abholen fahre, mache ich noch einen Podcast mit dir. Du kannst... wenn ich Genti nicht mitnehmen würde, dann könnten wir es ja sogar noch machen. Dann holen wir, genau, im Auto. Dann holen wir seine Schwiegereltern ab und die verstehen uns nicht und die fragen sich, warum du mir ein Mikro unter die Nase hältst und wir die ganze Zeit quatschen, aber nur nicht mit denen. Hm? Naja, wir fahren einfach mit meinem Auto. Da passen genug rein. Und dein Auto passen auch nur 5 Leute rein. Richtig. 1, 2 plus Genti plus 2 Leute. Ja, ja, passen ja bei mir auch hin, aber ich möchte eigentlich sehr ungern, dass hinten auf der Rückbank 3 Leute sitzen müssen. Also lassen wir gerne die zu Hause und machen es so. Oder so, aber ja, genau. Jetzt schauen wir mal. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, ja, wir gucken mal. Also wir versuchen es regelmäßig zu machen. Also regelmäßiger als im letzten halben Jahr. Ich bin mega begeistert, dass unsere letzte Folge genau 5 Downloads hatte. Yeah! Also die nicht wir waren. Also ich habe sie einmal runtergeladen. Ich kann ja direkt mal gucken. Vielleicht ja, ich wollte mal gucken, was im Vorlauf unseres Podcasts wollte ich mal gucken, aber irgendwie hat sich mein... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, das sieht tatsächlich genauso aus, aber das ist nicht mehr gespeichert. Also von daher, gucken wir mal. Hm. So. Stehende Podcast importieren, ne? Siehst du? Steuercast, tatsächlich, es gibt 2 Folgen. Die Grill. Pleite, Grillenwetter. Es sind tatsächlich 10. Es hat sich verdoppelt, Tim. Also einmal ich und einmal. Nee, ich habe kein bisschen von uns. 9-mal als MP3. iOS 4-mal. Länder. Siehst du, USA, Norwegen. Ja, USA, Norwegen, Deutschland. Immerhin, hey, besser als nix. Besser als nix. Leute, ich danke euch dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, und ihr seid so gut zu uns. Ja, also wir haben es ja auch gar nicht verdient nach dem halben Jahr. Richtig. Nein, jetzt schauen wir mal. Also wir versuchen es regelmäßiger zu machen als in den letzten halben Jahr. Aber vielleicht haben sich die Leute ja auch die anderen Folgen noch angeguckt. Mal Gesamtstatistik, meinst du, wir sind jetzt über 1000? Nein. Du musst... Ja, 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 ich weiß. Aber jetzt, so in dem Zeitraum haben sich jetzt, ne? Mhm.
26. seit Anbeginn der Zeit. Nee, kannst du unten auswählen. Unten. Seit Veröffentlichung. Super. Steht wahrscheinlich nur eine dreistellige Zahl. Das ist aber okay. Das ist okay. Für 14 Folgen ist es okay. Es sind 854. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist näher an der 1000, als ich gedacht habe. Ja, ich auch. Ich hätte mit 200 weniger gerechnet. Aber das ist okay. Ist in Ordnung. Ja. Wir lieben euch dafür. Ja. Kommt und alle wieder. Und wie? Tatsächlich die meisten nach Deutschland aus USA. Warum auch immer. Und 36 aus Polen. Und UA. UA, was immer das ist. Vereinte Arabische Emirate oder was? Schweiz, Frankreich, Island, Irland, Österreich, VN, Vanuatu. Russland, Norwegen, Rumänien, Italien. Unbekannt. Ja, was ist unbekannt? Der Mond. Ja, stimmt, das haben wir schon überlegt. Slowakei, Dänemark. Belgien, Ungarn, SG. St. Gallen. Nein. Ja. Also von daher, Leute, Dankeschön. Ihr seid toll. Ja. Also ich denke, wir werden das jetzt öfter machen und dann werden wir vielleicht auch ganz schnell die 1000 haben. Wenn wir einfach noch 10 Folgen veröffentlichen. Ja, wenn jeder dann wieder 10, also, ja, ich hoffe ja, dass wir dann durch diese dann halbwegs Regelmäßigkeit, liegt da schon wieder ein Torwart am Boden? Naja, klar. Die liegen alle momentan relativ gerne und viel rum. Hat er denn gerade einen Zahn ausgespuckt? Nee, das ist ein Kaugummi. Denn tut dein Knöchel weh. Ja, der Ersatzmann macht sich schon warm. Das war's dann. Dann schießt der Lewandowski 4 Tore gegen den. Aber er hält den Ball fest. Jetzt knickt er um. Oder was? Nein, er rutscht weg. Er rutscht weg. Ohne Fremdentwirkung ist aber, das. Aber man muss einfach nochmal sagen, der Mann hält den Ball fest. Ist das fies. Achillessehne. Oh. Die Achillessehne. Nee, nicht die Achillessehne, dann wird er nicht mehr. Richtig, da wird er nicht mehr laufen. Also sah schmerzhaft aus. Okay. So, jetzt zum 10. Mal. Genau. Wir wollen jetzt aufhören. Wir hoffen aber, dass die Regelmäßigkeit uns vielleicht in den Charts ein bisschen weiter, in die Trends ein bisschen reinspült. Mhm. Und dass dann ein paar Leute mehr zuhören bei unserem blödsinnigen Rumgequatsche. Also Ziel wäre, dass wir am Ende des Jahres 10 Millionen Abonnenten haben. Yeah! Dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Also ich hoffe einfach jeden Freitag, dass ich 90 Millionen gewinne. Dann kann ich mit dem Scheiß einfach so lange weitermachen und jetzt... Das stimmt, ja. Dann kann ich mir einfach so viele chinesische Follower kaufen, wie ich will. Das ist richtig, das ist richtig. Ah, jetzt schauen wir mal. Liebe Leute, einen schönen Abend. Habt Spaß, genießt die Fußball. Ah, Handgelenk, da ist der Ball. Er ist auf den Ball gefallen. Also, Tim, wir machen es einfach demnächst so. Wir treffen uns genau und gucken Fußball. Und dann, wenn ihr peinliches Schweigen hört, ist irgendwas passiert. Oh mein Gott. Wir schreiben die 6. Minute und nee, er tritt ihn auf den Knöchel. Er tritt ihn auf die Hand. Er tritt ihn auf die Hand. Oh, fuck. Ja, aber kann auch nichts machen. Guck mal, er klettert um ihn rum. Auf die Finger. Ei. Aber warum hält er sich denn das Handgelenk? Ja, der hält ihn die Hand. Guck mal, den Ringfinger und den Kleinfinger hat er erwischt. Mm. Aber gut, dafür kann er nichts. Er war halt noch im Lauf. Ist dann. Genauso wie beim Rudi. Da kann der Schwede nichts für. Aber er bricht ihm halt die Nase, ne? Ja, unglücklicherweise. Gut, so jetzt, meine Herren. Einen schönen Abend euch. Kommt gut in die Woche und wir hören uns in hoffentlich 2, 3, 4 Wochen wieder. In 2 Wochen. Ja, gerne, aber ich kann es nicht sagen. Und mit dem Nico vielleicht. Richtig, genau. Also, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.